Guten Abend miteinander. Wir begrüßen euch alle hier in der Aula sowie daheim vor dem Bildschirm zu dem heutigen Anlass. Es ist der zweite Anlass in diesem Semester vor Vortragsreihe vor FHGR. Und vielleicht ganz kurz: Wer sind wir und wieso stehen wir da vorne und nicht mehr bis anhin Robert Albertin? Wir sind Angela Breuer und Gianni Brugger. Wir sind ehemalige Studenten von FHGR, haben vor knapp 10 Jahren hier abgeschlossen und haben jetzt das zweite Büro in der Altstadt zu Chur. Und wir haben auf das Semester die Vortragsreihe von FHGR von Robert Albertin übernommen. Wir begrüßen heute Abend hier Lando Rossmeier mit seinem Vortrag Sinngeflecht. Und ganz kurz zum Lando. Er ist in Bayern geboren und aufgewachsen, hat an der Uni Dresden studiert und an der ETH Zürich. Er hat bei namhaften Architekten wie zum Beispiel Herzog de Meuron geschafft, hat 2008 ein eigenes Büro gegründet und ist Gastdozent der Hochschule Luzern gewesen. Und ist in diesem Jahr Gastdozent an der FHGR hier bei uns zu Chur. Wir persönlich haben wie so einen Satz, den wir mit dem Lando Rossmeier verbinden. Und zwar ist es schon ein Moment her, hat mir der Gianni einen YouTube-Link geschickt. Der YouTube-Link war ein Video vom Lando, wo er ein Interview gegeben hat zum Haus Frohsinn in Unterägeri. Und dann ist es um Strukturen, wie die Dörfer funktionieren und wie die Häuser zueinander stehen. Und irgendwann sagt der Lando so: Ja, die Häuser, das ist so, du stehst da, ich stehe auch da, komm, wir machen das doch zusammen. Und das war so ein Satz, der hat uns irgendwie fasziniert, wie einfach und unverblümt Städtebau eigentlich erklärt werden kann. Und es ist dann bei uns im Büro, also haben wir das dann ein paar Mal im Zusammenhang mit verschiedenen Projekten diskutiert und der Satz ist immer wieder gefallen. Und es ist dann irgendwann, also es soll nicht despektierlich gemeint sein, aber fast zu einem Running Gag gekommen. Und wir freuen uns jetzt besonders darum, bist du heute da und übergeben dir das Wort. Und wer weiß, vielleicht haben wir nach deinem Vortrag einen neuen Running Gag, wo man es wieder verfolgt. Danke für die schöne Einführung. Es hat noch ein bisschen Rückkopplungen, gell? Aber die gehen dann weg. Ich habe immer wieder den Moment im Büro, wo mich dann Leute zitieren und dann sagt einer, wie das mit dem Haus zusammensteht. Dann sagt er, weißt du, wir stehen so und der steht so, wir Bauern vor der Kille und dann reden wir so und dann gibt es den Platz. Und dann schaue ich ihn so an und sage, das ist aber von mir. Und dann so, ja stimmt, das hast du auch schon mal gesagt. Und dann merkt man so, aha, jetzt hat er es auch gefressen, er hat es auch verstanden, sie machen es genauso, das finde ich recht lustig, wie Sachen kommen. Oder letztens hat einer gesagt, Lando, du hast mir gesagt, wenn man einen Ort schafft, das muss wie, wenn man verliebt sein. Wie wenn man jemanden will, unbedingt kennenlernen. Und du willst alles wissen. Ich denke, manchmal lerne ich auch komisches Zeug raus, aber ja, er hat sich trotzdem gemerkt. Ich habe einen Vortrag vorbereitet mit relativ viel Folie. Ich habe eigentlich Werkverträge selber immer gemieden, als ich jung war. Ich hatte das gar nicht so gern gehabt. Immer so das Projekt, nochmal das Projekt. Und man denkt, wow, aber irgendwie bringt es mich auch nicht weiter. Und ich bin eher, glaube ich, da auch zum vielleicht mit euch ein bisschen nachdenken, auch meine Zweifel auszudrücken, was aktuell an der Bauproduktion läuft, wie sehr sich Städte und Dörfer geändert haben. Ich habe letztes Mal ISOS-Bilder angeschaut von 1970 verglichen mit, 19, nein, mit 2020. Und die ältere Generation kennt das vielleicht ganz, findet das ganz normal. Die jüngere staunt vielleicht oder kennt es gar nicht,
wie sich Häuser abkehren von der Straße, wie sich Eingänge verschieben auf die abgewandte Seite, wie Strickbauten dann gedämmt werden, das sowieso, aber dann auch Lärmschutzfenster versehen werden, wie sich ehemals so graduelle Übergänge von Straße ins Wiesland aufteilen in Straße, Wasserbundstein, Trottoir, Vorgarten, so, oder scharfe Trennungen, Bäume sind gegangen. Und irgendwie, vielleicht der ganze Vortrag mit diesen Sinngeflechten steht ein bisschen unter dem Bedürfnis, die Trennungen wieder zu flicken. Also irgendwie ist das, glaube ich, das Grundanliegen in unserem Büro, wo wir immer wieder darüber nachdenken, wie können wir Beziehungen schaffen. Wir sind Leute, die bauen. Bauen kommt beim Heidegger vom Wohnen. Oder wir bauen da, das ist irgendwie so, wir wohnen da. Ich weiß eigentlich, ich stelle mir das althochdeutsch vor, das tönt dann so. Wir wohnen da, aber wir bauen da, wir konstruieren da. Wir sind da daheim. Aber das Konstruieren ist nicht nur das Materialfügen, sondern das Konstruieren ist für mich auch ein gedankliches Fügen. Ist es in Beziehung setzen mit Materialien, in Beziehung setzen mit Leuten, in Beziehung setzen mit dem Ortsbau, in Beziehung setzen mit so vielen Sachen, die man teilweise gar nicht wahrnimmt. Und über das wollte ich heute, glaube ich, ein bisschen reden. Für mich sind also Konstrukte stofflich schon, aber auch inhaltlich sinnig und sinnlich. Genau, alles andere ist nur Bauerei. Und jetzt vielleicht zum Anfangen, damit ihr mich kennenlernt. Du hast gesagt, aus Bayern. Also klarerweise Niederbayern. Das ist wie wenn du würdest sagen, zum Aargauer kommt aus Zürich. Das geht ja nicht. Ich bin ein Aargauer. Ich komme wirklich aus dem Gag, so aus dem, oh, das ist ein Aargauer da nicht. Aber wirklich vom Abseits. Wir haben vor 10 Jahren beschlossen, aus Zürich wegzuziehen. Nicht, weil ich ein strategisch schlauer Mensch wäre, sondern einfach, weil ich es mir schlicht nicht leisten konnte. Ich habe nicht gewusst, wie weiter mit der Familie. Und dann habe ich gedacht, erfolglos kann ich auch im Glanerland sein, da muss ich nicht in Zürich bleiben. Und dann bin ich gezügelt. Ich habe das ist noch ungewöhnlich für mich, pardon. Das ist das Tal von uns, Glanerland. Ihr fahrt da vielleicht vorbei auf Zürich oder so, Wallensee, da geht es hinten. Das nennen wir Kleintal, das ist ein bisschen höher, Elm. Das ist Lintel, richtig Grosstal. Das ist natürlich auch wie Aargau und Zürich. Die können sich auch gegenseitig nicht recht leiden. Und das habe ich dann auf Google Maps noch zeigen, wie die Topografie eigentlich stark ist. Was man sieht, ist, nicht auf was man muss wissen, ist, es hat 3 Aggregatzustände. Das finde ich einfach interessant zu sehen. Es hat den Süden, der sich leert. Das kennt ihr auch. Es hat eine Mitte, die stagniert, wo man sagt, ah, die verdammte ISOS-Nummer und die denkt man pflegt und nichts mehr kannst machen da, oder es geht nicht vorwärts. Dabei sind es vor allem Naturgefahren, die verhindern, dass etwas entwickelt wird. Und der Norden, kennen Sie auch, die ist eigentlich am Kipppunkt von der Agglomeration Zürich zu werden. Weil es kann nicht mehr zum Dorf zurückkommen, zur Stadt kann es auch nicht werden, zur Agglo wird es ziemlich sicher kommen. Und dann sieht man wie so 3 Orte, wo alle unterschiedliche Probleme haben, aber eigentlich in einem Boot sitzen. Warum erzähle ich das? Wo ich umgezogen bin, vielleicht ist das für euch viel normaler oder viel klarer, und mir ist das gar nicht so klar gewesen. Oder vielleicht habe ich es nicht erfahren. Wenn man, wie soll ich sagen, heute habe ich zum Student gesagt, genau, man isst nicht das, was man gern hat, sondern bekommt das gern, was man zum Essen gelernt hat. Komplizierter Satz, aber eigentlich ist es echt einfach. Wenn man etwas immer wieder isst, irgendwann hat man es dann schon mal gern. Und das tut man dann so verinnerlichen. Und ich glaube, Architektur ist etwas Ähnliches, Umgebung ist ähnlich. Das, wo man zu sich nimmt, das, wo man wie drin ist, irgendwann färbt das ab. Das kriegt man nicht einfach weg. Das ist ein Teil von der Produktion. Das ist wie der Algorithmus füllen. Und jetzt ist halt die Landschaft, wo ich drin bin, auch ein Teil davon. Ich wohne und arbeite am gleichen Ort. Das ist die Aussicht aus meinem aus der Küche. Ich habe noch Kinder geblendet, damit ihr das hört. Jetzt fängt dann gerade einer brüllen an. Das ist aber normal. Kein Problem. Und ich filme so raus. Es ist sehr hoch. Also bei mir sind 500 Meter führen, auch 500 Meter rauf. Das sind 2700 Höhenmeter. Wenn ich aus der Stube schaue, ist da so Vordergläsernisch, Schild, Süden, Norden, verlaufen kann man sich fast nicht. Und ich wollte das zeigen, weil das, ja, für mich ist das die neue Präsenz. Wenn ich schwierige Telefonate habe, dann gehe ich raus
Und dann weiß ich wieder, wir hocken alle zusammen auf dieser Steinkugel. Nicht so schlimm, ist eine absurde Situation. Ich weiß, alles sausen wir durch das All, wir wissen nicht woher. Und irgendwann ist einmal wieder fertig. Und ich finde das eine recht schöne, ja, wie soll ich sagen, ins Verhältnis setzen wieder. Das ist der Vorderkleine, ist der Blick aus meiner Straße, ist noch eindrücklich. Ich habe natürlich im Photoshop nachgeholfen, aber da sieht das aus wie. Weiß ich, kennen den Film Inception, wo die ganze Stadt so raufkommt? So kommt es eigentlich vor. So. Die ganze Stadt kommt, ganz New York klappt rauf. Und das ist vielleicht das Sinnbild dafür, wie sich Landschaft und die Grubenmagibel in der Nacht richtig klöntelt, so wie verweben, wie zusammenkommen. Was besonders ist, in Zürich war es gleich, gewesen, ob ich rum bin. Es hat kein Mensch interessiert, nicht meine Freunde. Der Unterschied ist jetzt, die Präsenz, die ich da zeige, so eine Unausweichlichkeit, ist auch im Menschlichen. Also, jedes Budget geht nicht vor einen Stadtrat, sondern einen Stammtisch. Ihr kennt das vielleicht. Jede Begegnung passiert mehrfach. Ein Streit hörst du auch später wieder, ein Regierungsrat triffst du wieder, vielleicht am Stammtisch, egal. Oder es sind so wie, man fühlt sich plötzlich auch zuständig, man merkt auch, dass man relevant ist, weil wenn man etwas macht, ändert sich etwas, das ist vorher auch nicht so gewesen, und man weiß, wo man einhängen kann. Das ist für mich neu gewesen. Mein Büro ist mitten im Dorf, es kommt immer wieder Besuch, haben wir gesagt, die Tür ist immer offen, es kommen auch Hühner. Man sieht dann noch, dass da Kinder vorbeilaufen, und ich zeige es darum, das Büro, das ich habe, ist wie an einer Ecke, nicht wie an einer Ecke, mitten im Dorf. Man kommt an mir fast nicht vorbei. Das führt aber auch dazu, dass man sehr schnell Leute kennenlernt. Ich bin sehr schnell aufgenommen worden. Ich habe es einer der besten Entscheidungen gefunden, die mir je gefällt hat im Leben. Nein, kein Tierschutz. Sie schafft nicht mehr bei mir. Das hat es verschoben, weil wir vorhin etwas haben müssen wechseln am Computer. Also ich zeige euch heute vier Projekte und ein vielleicht ein bisschen theoretischer Hintergrund, der mir persönlich wichtig ist und den ich immer wieder bringe. Ich zeige das Projekt Gschundniks Haus. Ist bei mir in Annen da, ist mega frisch. Ihr seht wie so ein Sneak-Preview-Pot, die sind nicht vom Fotograf. Die habe ich geschossen gestern, schnell in einer Stunde aus der Hüfte. Aber ich wollte es euch zeigen. Vielleicht auch, und über das kann man auch noch mal reden, zum ehrlich sein, vielleicht auch, weil einfach viele Projekte nicht kommen. Meine Kollegen kennen das vielleicht noch besser. Ich habe ein Vollholzhaus mit mehreren Einsprachen, wo nicht weitergeht. Ich habe für die SBB Pensionskasse ein Projekt, wo nachbarschaftliche Einsprachen eigentlich nicht dazu führt, dass das Projekt bis vor Bundesverwaltungsgericht geht, wegen schlechter Gestaltung. Es hat, was hat es noch? Es hat so viele Projekte. Ah ja, genau, ganz gut noch. Ich habe gerade das Gemeinshaus am Bauen, schon für 3 Millionen umgebaut, für 8 Millionen ausgeschrieben. Letzte Woche ist mir mitgeteilt worden, sie haben kein Geld mehr, sie wollen stoppen, Stift auf die Seite legen. Wenn man baut, ist es ein wahnsinniges Glück. Freut euch, wenn ihr dürft bauen. Nur das zum Sagen. Da habe ich mich auch gefreut, zum dürfen bauen. Das ist eine alte Mühle bei uns in Annen da. Und das ist das Haus in der zweiten Reihe, relativ weit hinten. Und das Glanerland besteht eigentlich, oder hat bestanden, aus Kleinbauern und Herren. Oben ist der Herr, unten ist der Kleinbauer. Heute ist oben das Durchgangszentrum und der Goldschmiede. Jetzt hat es wieder gekehrt, aber früher war das so gewesen. Das war ein Grosshaus, wie ihr es auch von euch kennt. In Vella zum Beispiel, seitliche Eingänge, Doppelgang, meistens Brüder noch gebaut, miteinander. Der nicht ganz so, der hat das allein gemacht, aber die Typologie ist ähnlich. Vorderstube, Hinterstube, noch ein Geschoss drauf und nochmal ein Geschoss mit einem steilen, relativ steilen Satteldach, Giebel da vorne raus und Mühle, da ist der Bach vorne dran. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist? Textilindustrie, das ist 1570. 425-jährig, das finde ich müde erstaunlich, oder? Steht einfach noch. Ein bisschen so eingeknickt, aber 425 Jahre. Und oben hat der Textiler gefunden, ich will mehr Aussicht, hat der Mühle die zwei Geschosse weggenommen, wie mit dem Samurai-Schwert, so abgeschnitten, Deckel drauf, fertig. Und er hat Aussicht gehabt und unten ist echt die Mühle fertig gewesen und da ist er lang niemand mehr wirklich gewohnt. Man hat darin Räume gefunden, da sollte jetzt etwas laufen, aber ganz zart. Ja, das checkt er nicht. Das hat jetzt rausgehauen, ist gleich. Das ist der untere Raum. Die alte Mühle.
das Licht, also ein dunkler Raum. Oben, da ist der Grundriss dazu. Wir sind jetzt im oberen Geschoss, da hat es zwei Stuben, Strickbau, wo man aussen nicht gesehen hat. Der verputzte Bau ist ein Strickbau dahinter. Klar, da kommt man rein. Und das sind die Stuben, die sind da abgetrennt gewesen, nur eine kleine Stube, da nochmal eine Trennung, und da sind eigentlich vier Zimmer drin gewesen, also unglaublich kleinteilig. Und die Schichten sind immer mehr geworden. Also alle 50 Jahre, würde ich sagen, kommt eine Schicht dazu. Da wird man es nochmal anders, oder man wird es noch wärmer, oder was auch immer, wird eine andere Farbe, keine Ahnung, wir haben am Boden so viel, an der Decke auch, und plötzlich merkt man, ah, der Raum ist gar nicht 220, der ist ja 255, ist interessant, oder? Plötzlich geht der auf. Küche verbaut, dunkel. Da hinten kommt man echt stärker auf über die Halle, ist relativ eng. Ihr kennt vielleicht auch so Häuser von den Grosseltern, keine Ahnung. Und was macht man bei so Häusern? Rausnehmen. Einfach mal räumen. Und dann haben wir auch, bevor wir das Buch gemacht haben, einfach mal, auch noch bevor wir die Aufnahme machen lassen, einfach mal rausgenommen, nur rausnehmen. Schicht um Schicht, da ist mehrere Wochen gegangen. Mit einem Kollegen zusammen, teilweise selber, zart rausnehmen, man merkt immer Schicht und haben sie angeschaut und gefunden, die ist jetzt aber nicht schlecht. Ja, aber nicht so gut. Komm, wir gehen noch eine runter. Dann bist du wie ein Archäologe, immer runter und immer weiter rauf. Und du merkst dann, ui nein, aber jetzt wird es dann langsam, jetzt müssen wir dann schauen, sonst sind wir dann durch den Boden durch. Das sind die letzten Schichten. Das haben wir dann rausgefunden. So Bohlen gibt es nicht mehr fast. Oben gesehen, dann im Bieli einfach die Balken runtergeschlagen. Man hat darum das geschundene Haus, man hat es nicht gut behandelt. Das ist durchgehängt. Ist eigentlich das mit dem Schriftdeutsch, sollte ich das an der Hochschule? Ich kann einfach so mit meinem Alemannisch gemischten, mache ich weiter gut. Und dann haben sie einfach mit dem Bierli die Sachen abgenommen, damit die eben sind, Deckel reingebaut und so haben die ihre Häuser umgebaut. Also keine Sorge, kein Gespür, kein Gefühl, ein reiner Pragmatismus. Das zeige ich nur, weil, das ist schon gewöhnungsbedürftig, da geht es durch, ein öffentlicher Durchgang. Ich mache das so. Nein, mache ich nicht. Da hat es einen Durchgang, da ist er drin im Wasser und es hat einen hinteren Bau und einen vorderen Bau. Links vorne, das Atelier, das wir vorhin gesehen haben, hinten eine Tonne über alles, ein Durchgang öffentlich, Keller rein, Erdkeller haben wir lassen. Das war der Grundriss von vorhin gewesen, mit den vorderen Stuben und hinteren Stuben. Und eigentlich, vielleicht sieht man jetzt das schon, wir haben dann einen Dämmperimeter angeschaut und haben wir gemerkt, wir wollen das, glaube ich, anders machen. Wir wollen Dämmung da durchziehen, da durch, und wir lassen den Raum kalt. Eigentlich wollen wir den gar nicht mehr haben. Oder wir wollen ihn anders haben. Und das erzähle ich nachher noch etwas dazu. Da ist nochmal der Schnitt, da sieht man das auch, dass eigentlich der Teil ist dämmt. Der Teil ist kalt, der Teil ist wieder kalt, wo es durchgeht, der ist wieder warm und der bleibt auch kalt, der Gewölbekeller. Aber der ist sowieso warm, weil er mädrig ist und die Heizung drin steht. Was ist das? Ja, was ist das? Nein, es schmeckt in Tosche, das ist das Problem. Ja, das ist auch schade, dass so Sachen nicht funktionieren. Das wäre jetzt eine Aufnahme gewesen, eine Drohnenaufnahme, wo man sieht, dass wir das Dach neu gemacht haben. Das ist echt die erste Tat gewesen. Das Dach ist nicht zum Brauchen gewesen, wir haben es neu eingedeckt. Eine grosse Fischverglasung haben wir müssen machen, ich nicht unbedingt wollen, aber da haben wir dann mitgespielt. Normalerweise tue ich mich lang wehren. Ich sage immer, ich bin nicht dazu da, eure Träume zu bauen. Ich bin dazu da, euch von diesen Träumen zu bewahren. Manchmal gibt es Leute, die dann wieder gehen. Ich darf es nicht so oft sagen, hat meine Frau gesagt. Aber manchmal muss man das einfach auch konstatieren und auch Grenzen aufzeigen. Jetzt das Bild. Das wirf ich rein, weil ich glaube, für mich sind so Projekte immer wieder wichtig, wo ich im Studium kennengelernt habe, wo ich irgendwie mal angeeignet habe. Und heute haben wir über Referenzen geredet. Das ist nicht für mich als architektonische Referenz wichtig, sondern als Haltungsreferenz. Ihr müsst euch vorstellen, Nachkriegszeit, Südfriedhof, München, Hans Döllgast, Arkadegruft von vorher, wunderschöne Anlage, zerbombt.
Und was macht er? Er probiert auf der Seite das zu stützen, zu flicken, zusammenheben, den Putz noch ein bisschen runternehmen. Die alten Säulen, die da gestanden sind, tut er nur noch markieren mit ein paar Steinen, fügt dahinter eine neue, wunderschöne Halle dazu, als Verbindung in alte, vom Gärtner die Anlage. Das ist vorher und Gärtner, die das gemacht haben damals. Und tut es eigentlich umwidmen. Das ist heute das Lapidarium. Früher war das ein Gruft gewesen, also Lapidarium, eine Steinausstellung. Oder schlau Deutsch halt. Und so. Und mir hat das extrem imponiert. Das erste Mal, was ich gesehen habe, auch kennt ihr vielleicht, alte Pinakothek. Und ich denke dann, wie kann man nur das so stehen lassen? Ist das fertig? Und das habe ich dann da beim Nachbar auch gehört. Der hat dann auch gesagt, ist jetzt das fertig? Und ich gesagt, ja, eigentlich schon, aber eigentlich auch nie. Wahrscheinlich ist es nie fertig. Und das ist jetzt bei dem Projekt das erste Mal so gewesen, ähnlich wie der Dölgast das, glaube ich, probiert hat, einfach zu sagen, von wegen, wir machen nur das Nötigste, wir haben effektiv nur das Nötigste gemacht und wir haben aber auch vor allem die Spuren gezeigt von der Verwüstung. Also das geschundene Haus ist für mich etwas Neues gewesen, also wie es geht, das auch auszuhalten. Ich finde das nämlich auch teilweise schwierig zum Anschauen nur. Oder ich gehe dann rein und denke, also, da könnte man jetzt auch noch verputzen, da wäre noch Farbe gut. Oder könnte man da nicht noch etwas in Ordnung bringen. Aber eigentlich, wenn man dann länger dort ist und irgendwie merkt, um was es geht, ist es ein extrem berührendes Haus. Plus hat es Momente, wo wir dazugefügt haben, wie die Schindler, wo ich mit dem Schindelbauer irgendwie durchs Dorf gegangen bin und wir haben da ganz alte Fassade gefunden. Und dann hat es mir gesagt, können wir nicht etwas machen wie das, wie so ein Gefieder. Also gar nicht wie eine normale Fachweite, 12 Gestalten, Lerche, weiß nicht was, sondern das soll wie etwas Neues geben. Es kommt ja ein Goldschmied rein, nicht irgendein Zimmerer. Und dann hat er uns das gemacht und ich habe, glaube ich, noch nie so schöne Schindler gesehen. Und da ist noch etwas Interessantes, wenn ich entwirf so oft und denke, das wird jetzt so schön, das muss doch jetzt einfach schön werden, das interessiert kein Mensch. Glück kommen da die Fassade. Ich habe mir eigentlich nur gesagt, ich hätte gerne irgendwie ein Gefieder und dann stehen sie mir, nein, das ist das schön. Das ist so eine schöne Fassade. Ich denke, na gut. Nicht mein Beitrag, aber immerhin habe ich sie bekommen. Man sieht, wie die wirkt. Es ist ein extrem feines Kleid und das wertet das ganze Haus auf. Und in der zweiten Reihe habe ich das Gefühl, geht das gut. Wir haben den Trockenmauer ergänzt, das Tor haben wir Lasila, der Eingang Lasila, der Putz Lasila, die Farbe, wo sich eigentlich beißt, das seht ihr nicht, das Gel und die Lerche, der hat das gemacht. 25'000 Schindler, 80'000 Nägel, irgendwie so, 6 Wochen, 7 Uhr am Morgen aufs Gerüst, am Abend um 7 Uhr am Abend wieder runter, das Brötchen auf dem Gerüst gegessen. Und ich sagte, das ist nie ein schlechter Tag, dann sieht man doch das. Ich sagte, nein. Ich hätte effektiv keinen schlechten Tag gehabt. Dann habe ich gesagt, wie haltest du das aus? Ja, mir gefällt das. Ich habe einfach gestaunt und hat das 7 Wochen lang gemacht. Woher kommt er? Bern. Oder? 7 Wochen, kein Problem. Einfach da oben sitzt seine Ruhe. Das hat ihm gepasst. Und dann haben wir geschafft mit der Gemeinde, dass sie die Steine behalten haben, von der Abbrüche, Klausenstraße etc. Das ist ja immer so etwas, da musst du ja ganze Bande auf die Leute losschicken, du musst etwas sagen, der muss etwas schreiben, der muss noch etwas. Und dann sind wir 7, 8 und irgendwann checken sie, okay, jetzt behalten wir es. Und dann haben wir die können holen, wieder die Steine einsetzen. Ihr seht oben nur geflickt, das ist der Durchgang, links geht das Atelier, auch da, alles Lasila. Das sieht aus wie ein Gemälde, da, wie eine Flusslandschaft, da, der Sandstein, wo der kaputt gegangen ist. Und dann kommt man rein in den übergroßen Raum. Ein sehr einfacher Trick, aber der war schon angelegt gewesen. Die Türen muss man runter und dann geht es rauf. Mein Bauleiter hat immer gesagt, die Türen die müssen wir ändern, man kann schon nicht durch. Ich habe gesagt, aber das ist ja die Idee. Um das geht es, dass man nicht durchkommt. Man muss sich bücken, dann geht man rauf. Rechts kommt ein Steintrog, der ist noch nicht drin zum Handwaschen, wenn man nervös ist, wenn man heiratet, zum einen Ring kaufen. Und dann kann man, genau. So ist der Raum von dieser Seite und da sieht man jetzt auch den Maßstabsprung. Ihr müsst euch vorstellen, die Tür ist etwa so und das Fenster ist etwa, ich weiß doch nicht mehr, gute 3 Meter. Das ist schön, das hat mir recht gefallen, der Maßstab. Braucht dann gar nicht viel mehr. Was ihr vielleicht auch nicht seht, das ist für mich jetzt auch ganz neu. Ich habe im Haus das erste Mal geschafft, was ich immer schon machen wollte.
kein Vögel, der kommt, irgendwelche Silikonfugen zuspritzt. Ich habe keine Plastikabdeckung irgendwo. Ich habe keinen Montageschaum irgendwo. Ich habe nichts von dem. Das erste Mal in meinem Leben. Jetzt bin ich so ein, nicht gerade ein Pionier, aber das erste Mal, dass ich das machen konnte. Wenn man in den Raum hineinkommt, ist ein Hanfkalk, also gestampft, hinter Bretter. Ist natürlich feucht, dampft, unter ein Kalkstampfboden. Alles natürlich nicht zum Zahlen, weil es Handwerk ist. Aber das Gefühl, ich weiß nicht, wenn ihr in einen Raum hineinkommt, wie jetzt, wenn du da reinkommst, in der Beta, Transmissionswärme etc., der Übergang, du kommst rein wie in einen Heuballen, wie in so einen, wie in einen Stroh oder einen Heustock vom Bauer. So ganz etwas Warmes. Es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, das man auf dem Bild vielleicht gar nicht vermitteln kann. Wir haben es geschlemmt. Es kann sein, das funktioniert auch nicht leider. Da wäre jetzt ein Film am Laufen, wo man den Sound hört vom Wasser, wie der vorbeiläuft. Nochmal von außen. Da seht ihr, wie der Putz abgeht. Und dann nochmal die Schindel, wo man so Freude hatten. Wo ich gesagt habe, ich hätte das Gefieder, ist mit einem Muster gekommen. Und ich habe gesagt, das ist es nicht, das müssen wir anders machen. Wieder mit einem Muster. Und irgendwann bin ich nervös geworden und habe gesagt, hey, komm, wir lassen es doch. Das, ob das noch etwas wird. Wir machen einfach Schindel. Und dann hat es ihn gepackt. Und dann ist er mit dem Muster gekommen. Dann geht es rein. Und wo man dann immer wieder staunt, dass eigentlich historische Konstruktionen immer noch zeitlos oder zeitgenössisch sind, finde ich. Also die Blockstufen immer noch funktionieren in meinen Augen zu dem Haus. Und oben kommt man dann rein in die Halle, also in die Patio. Da schaut man auf den Trog und das wird der Raum, wo eigentlich wie eine Orangerie funktioniert. Also da sind dann Pflanzen drin, Hängematten, da ist der Wassertrog, da kann man spritzen, Götchen drin rein. Wenn es durchläuft, läuft es unter den Keller, der ist eh schon nass vom Hangwasser. Und da haben wir die Glasscheiben. Hinten dran sieht man schon die Küche. Man sieht dann die Einbauten von der Küche. Man sieht da einen Einbau von der Küche, so eine Pivot-Türe. Alles in Vollholz und Kalk. So, das ist eigentlich, wir haben eine Karte gezeichnet und haben gesagt, was ist in 3 Kilometer Entfernung? Kalki von Netzstel, Verucano, Alpenkalk, was haben wir noch gehabt? Betonböden ist, weil der Brüder vom Bauherr gehört, nicht Keram, wie heißen die Betonhersteller? Silidur, genau. Da haben wir die können einfach günstig haben, da haben wir sie halt noch genommen. Das ist Teil von dieser Geschichte. Holz, Stahl. Stahl funktioniert, seitdem ich die Projekte gesehen habe von diesen guten Kollegen Blumenthal und Kapal Blumenthal, Bader. Das ist mir fast entfallen. Das wollte ich zeigen, damit ihr mal seht, wie wir probieren zu arbeiten. Wir sind immer extrem nah. Also das läuft immer nebenzu. Das ist nicht so präsentieren gross, sondern ist einfach zum uns versichern, was machen wir da. Und dann habe ich das Glück, dass ein Mitarbeiter sehr, sehr gut ist in dem. Das ist mit V-Ray gemacht, die was interessiert. Und das ist ein sehr schneller Austausch. Die Archicad-Files, die fliegen einfach rüber und dann kann man sie gerade durchlassen und sieht, Balken weg, Balken nicht weg, Balken schwarz, Decke schwarz, nicht schwarz, Vorhang ja, Vorhang nein. Das ist das, was mir im Modell immer gefehlt hat. Das Modell ist mir immer zu abstrakt, fest, räumlich. Ich brauche, weiß ich, das Gefühl, die letzten Millimeter oder 2 Millimeter macht so viel aus. Der Raum muss eh gut sein. Aber die letzten 2 Millimeter, da entscheidet sich noch so viel. Und das steckt irgendwie da drin in dem Stein, Putz, Holz, hell, dunkel. Der Eingang. Wir haben immer so die Lichter von oben noch geholt, damit es hell wird. Nochmal von der anderen Seite, der dunkle Raum. Ja, die kennt man jetzt auch ein bisschen. Man hätte sich dann natürlich auch eher getraut, das mal zu machen. Da sind wir, glaube ich, nicht die Ersten. Da habe ich noch recht Freude gehabt, weil wir haben den Verucano können selber machen. Das ist ein sehr mühsamer Stein. Wenn man den schneidet, das gibt immer noch Feuer im Wasser während dem Schneiden. Also der ist einfach, wir haben bei diesen Brunneli da, wir haben alle Brunnen gemacht aus Verucano. Die haben wir fräsen. Die sind nicht teurer als normale Brunneli oder nicht viel. Und wir haben den Kalkputz, die Fichtentürli und das ist dann etwa. Und so funktioniert der Raum. Und plötzlich merkt man, dass man auch Beziehungen aufbauen kann. Einfach über das Material. Wir vergessen das immer wieder. Wenn wir über ökologisches Bauen reden, habe ich das Gefühl, ist eigentlich der grösste Hebel, den wir haben, ist lokal.
Das sind unsere Steine, das sind unsere Zuschläge, unsere Pütze, unser Holz. Und ich glaube, erst wenn wir die lokalen Differenzen, da bin ich ganz, beim John Caminada hat das einmal erzählt, ich kenne das auch nur aus der Schweiz und ich finde das darum auch so toll, dass man das da machen kann, dass es eigentlich gibt, dass jede Region so spezielle Spezialitäten hat. Und das führt nicht nur dazu, dass man Eigenheit entwickelt, es führt dazu, dass jeder anders macht. Man kann voneinander lernen. Nicht alle machen es gleich. Und man hat, glaube ich, weniger Materialeinsatz, man gibt sich mehr Mühe, oder? Und es bleibt auch länger. Ich kann mich erinnern bei Abbrüchen, wo man schneller mal das Keramikbrünneli verschlagen hat, wie man gefunden hat, nehmen wir es Neues. Ich habe noch nie einen Schützstein verschlagen, wenn er funktioniert. Das ist einfach ein anderer Wert. Und da kann man den Hartmut Rosa hören, oder? Über die Frage von der Resonanz, wo sagt, Resonanz entsteht, wenn Sachen nicht einfach kontrolliert können werden oder verfügbar sind, sondern wenn sie einen Widerstand haben. Wie eine Freundin, ein Hefeteigbrot, keine Ahnung, das sollte man nicht vergleichen, aber Leute, wo ein etwas, wo einen Widerstand gibt, wo nicht einfach so zum Haar ist. Und das, finde ich, habe ich bei dem Projekt nochmal können wir lernen und rausholen. Wir haben dann teilweise, da sind die Handwerker ausgestiegen, die haben keine Lust mehr gehabt. Dann haben wir dann so Sachen selber gemacht. Auch der Stössel da drin aus Messing selber gemacht. Wir haben bei dieser Puschel das erste Mal angefangen, wirklich selber Zeug in die Hand. Der funktioniert jetzt, der Film, lustigerweise. Ja, nicht ganz. Aber was man sieht, ist, es hat einen Widerstand. Das ist ein unglaublicher Stein, den man erstmal muss bewegen, auseinanderschneiden. Wir müssen diskutieren, wie man schneidet. Es hat einen anderen Wert für alle, auch für die Bauernschaft. Dann ist das Bauen nicht einfach eine Vorhersehbarkeit, wie ein, ich sage jetzt mal, wie ein Mockup, oder? So kommt, so sieht es aus, so viel kostet, jetzt machen wir es so, alle wissen, was du tust. Es ist immer noch ein Wagnis. Und das ist vielleicht auch für die Resonanz, glaube ich, zuständig, wenn man manchmal einfach etwas probiert zusammen. Wir haben die Dusche eingebaut in Tadelakt, auch dort kein Blättchen, kein Epoxy, weiß nicht was. Und abgemacht haben wir, wenn es nicht funktioniert, 50-50. Also er 2000, ich 2000 und dann werden wir es halt nochmal neu machen. Wenn es dann noch nicht geht, dann tun wir es blätteln. Das ist nur das Beispiel, wie wir es eingebaut haben. Der Putz, wo dann gegen eine Metallschiene läuft, man muss sich dann auf die Sache überlegen, weil der Maurer macht das so, der ist sich nicht gewöhnt, dann kommt der Gipser, der hat das auch noch nie gemacht und dann kommt der Schreiner und der schafft auf einen Zehntelmillimeter und flucht, warum das Zeug nicht reinpasst. Da haben wir dann Steckdose im auch selber gebaut. Wir haben zuhause so eine kleine Werkstatt eingerichtet gehabt. Da sieht man jetzt einen Birk auf der Baustelle noch das Zeug zusammenschrauben. Wir haben die Metallsachen schneiden, lasern und dann haben wir die da montiert. Wir haben Hänger, wir haben Wandleuchten, wir haben so eine ganze Serie entwickelt. Und auch das macht uns viel mehr Freude, als eine einzukaufen. Ich habe einfach die Porzellanfassungen nicht mehr können sehen. Vielleicht das auch. Gut. Und wir haben auch dürfen. Wir dürfen nicht immer. Dann gibt es einen neuen Ofen. Jetzt seht ihr nochmal das Flickwerk, das so schwer zum Aushalten ist. Wir sehen aber auch, wir haben das mit der Decke dann gleich dafür entschieden, etwas zu beruhigen. Da habe ich recht Freude an dem, den haben wir dürfen entwerfen. Das ist ein Stucco Veneziano, ist auch der gleiche Putz wie der Küche, aber so glatt gerieben, dass er eigentlich wie Marmor wirkt. Rechts so ein Verrucano-Einschluss, durch das wird das so ein bisschen asymmetrisch, weil der funktioniert eigentlich nicht in der Symmetrie so, der muss wieder rausschauen, steht auf den Verrucano-Platten und ist einfach, habe jetzt Freude an dem Objekt da drin. Die alten Steine sieht man noch, was früher aufgegangen wäre, gibt es nicht mehr. Schau, eine Erinnerung, hätte man können rausnehmen. Jetzt wollte ich etwas Besonderes noch zeigen. Ich habe da dürfen mit Kollegen den Platz anschauen. Kennen Sie das? Landsgemeinde. Das ist eine ganz lustige Angelegenheit. Das ist, man geht zusammen abstimmen, aber nicht nur stimmen, sondern auch diskutieren. Das ist das Verrückte. Da haben Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Jüngeren das kennen, 27 Glarner Gemeinde, ist einer rauf, Kurt Reibel, glaube ich, hat er geheißen. Sagen immer, ein kleines Bäuerli ist überhaupt kein Bauer gewesen, ist einfach ein blitzgescheiter Mann. Obwohl, das tut sich ja nicht ausschliessen. Aber er hat so einen Schnauzbart, der sieht einfach so kurlig aus, ist auf und hat gesagt, wieso 27 Gemeinden oder die sieben, die sie vorgestellt haben, wir machen doch drei. Mitte, Süd, Nord. Und alle empfunden, das ist auch noch gescheit, komm, das machen wir. Hand auf, entschieden gewesen. Oder gegen Gasheizungen, Ölheizungen, die Grünen haben, die Jungen haben motiviert zu kommen. An einem Nachmittag ist das entschieden worden, Heizung ist fertig.
Und das habe ich recht toll gefunden, auch wenn man manchmal blöd steht und denkt so, wie kannst du nur? Also, wir haben gestern noch darüber geredet und jetzt hebst du die Hand auf. Oder so. Das finde ich schöne Momente. Sie haben mich gefragt, ob man den könnte verkehrsfrei bekommen. Und sie haben den Parkgarage mit uns noch geplant, das wollte ich aber nicht zeigen. Es ist mehr darum gegangen, die Landsgemeinde wie zu zeigen auf dem Platz. Und wenn wir dann so drüber geredet haben, habe ich wirklich gemerkt, eigentlich hätten sie gerne so einen Kapitolplaza wie zu Rom. So einen rechten Platz oder so. Marc Aurel, Lichtgestalt in der Mitte, am besten noch Michelangelo, der Entwurf oder so mit schöner Geometrie. Und es geht aber bei der Landsgemeinde nicht um einen bestimmten, also jemanden, der bestimmt oder jemanden, der das macht. Also die Landsgemeinde besteht aus den Leuten. Und sie hat einen Amt, das schon, wo das irgendwie der Mitte führt, aber die Mitte ist eigentlich leer. Man bestimmt auch über die Zukunft gemeinsam um die Leere herum, um die Mitte herum. Wie man früher in der Kirche zusammen gesungen hat, oder am Stammtisch, um den Tisch herum. So, oder? Und dann tönt sie der Mitte. Das ist ein bisschen ähnlich, finde ich. Hand auf, das ist genau die Abstimmung gewesen, wir sind dafür. Und die Marc-Aurel-Stimmung habe ich ihr dann erzählt, ihr müsst mal den Satz hören, das ist ganz etwas anderes. Oder? Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn dann der Frühling ist, der erste Sonntag im Mai. Das ist wie etwas anderes. Das ist nicht einer, der sagt, so läuft, sondern das machen wir zusammen und dann ist Aufbruchsstimmung im Frühling. Das ist der Flohmi am Tag vorher, kommen auch viele Gäste, es ist Kildi, es ist einfach ein schöner Tag. Und der Platz ist überhaupt kein Platz. Es gibt gar keinen Platz in Glaris. Man redet so oft von Dorfplatz. Ich habe schon gesehen, Einfamilienhaus-Grundriss oder Doppelfamilienhaus-Grundriss, wo der Platz dazwischen schon Dorfplatz genannt wird. Das sind keine Dorfplätze. Außerdem hockt da niemand auf diesen Dorfplatz. Das ist auch meistens nicht richtig, dass da Leute sitzen. Das ist ein Wissen gewesen, immer schon. Ist eigentlich Natur, die von oben runterkommt, bis ins Dorf hinein. So hat es früher noch ausgesehen vor dem Brand. Und wenn man auf einer Wiese im Glanerland lang umeinander läuft, dann kommt der Stein führen. Also das Grün manchmal ist nur 5 cm. Ich habe das Gefühl, das Glanerland ist grün. Aber es ist, wenn man da ein bisschen so macht, dann kommt der Stein führen. Oft. Und da in Adlerbach sieht man vielleicht die Spuren. Ihr seht, wenn man da viel drauf unterwegs ist, dann kommt es so raus. Das sind graduelle Übergänge. Und ich hab das wie auch schön gefunden, wo ich wirklich gemerkt habe, dass eigentlich die Wege wie Trampelpfad sind. Also das sind wie Wege, wo nur Leute machen können miteinander, wenn sie auch den gleichen Weg nehmen. Also es macht, oder? Dann gibt es einen Trampelpfad. Wenn man zum Beispiel sagt, der spurt nicht, oder? Der geht dann nicht in der gleichen Spur mit. Oder er folgt nicht. Das ist wie so ein Mikro in der gleichen Richtung. Im Englischen heißt das Desire Lines, Wunschlinie. Und das habe ich der beste Ausdruck für Demokratie gefunden. Also habe ich gesagt, wir entwerfen überhaupt nicht, es gibt eine Chaussierung. Und es gibt die Plätze, wo sich irgendwann herausbilden, also die Wege, wo sich irgendwann herausbilden, die werden wir dann sehen. Kann man ein bisschen Schilf fallen lassen, wenn man drüber läuft, dann sieht man irgendwann mal den Weg, so kann das markieren. Dann würde man es befestigen, behindertengerecht machen und der Rest bleibt offen für Kuh, März, für Zirkusknie etc., Kino. Und wir tun nur den vorderen Teil wieder ergänzen, das ist schon mal ein Haus gestanden, als Torhaus, um den Platz zu organisieren, als Eingang. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Warum zeige ich das? Weil das eigentlich mit die schönsten Momente sind, wenn man merkt, man muss überhaupt nicht entwerfen. Also wenn man wie das Gefühl hat, da braucht es jetzt einfach auch gar nicht. Da braucht es mein Ego nicht, da braucht es einfach nur einen Platz und da laufen die Leute drüber. Und der kostet nicht viel. Und der entsteht sowieso von selber. Und das sind so, ich finde das noch schöne Momente im Büro, wenn man dann merkt, das ist jetzt eigentlich noch irgendwie für mich gut aufgegangen, inhaltlich gut aufgegangen. Der Platz von so wird also so einer. Ein paar Bäume, Biergarten, das muss immer sein. Ich bin ja Bayer, da oben links, aber ja. Ich habe das gezeigt im Vorlauf zu dem Sinkflecht. Das wollte ich jetzt noch schnell erklären. Das ist etwas, wo ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Studium schwierig gefunden. Man ist irgendwie genötigt worden, so Skizzen anzuschauen vom Meister oder so, vom Professor. Man hat gesagt, machst du so, machst du so. Und hat aber erwartet, dass du die Eule zeichnest. Oder? Jetzt machst du die Eule da. Dann hast du so Proportionen sind klar. Oder? Und dann kommst du am nächsten Woche und es sieht so aus. Und du weißt halt irgendwie, ja, wie macht er die verdammte Eule?
Das hat da die Dokumenta-Inszenierung gegeben, die erste richtig coole von Harald Zeman. Also coole, wo weltweit bekannt worden ist, wo viele wichtige Leute dabei gewesen sind. Und ich habe den Tisch so toll gefunden, weil er hat die gleichen Probleme wie mir. Ein Haufen, also eine Ladung von Themen. Oder? Termine und Kosten sowieso, aber auch inhaltliche. Wie machst du das? Mit was baust du? Mit wem baust du? Und etc. Wenn, also es unzählige Themen liegen da, aber irgendwie musst du aus dem ein Projekt rausbekommen, wo alle finden, projiziert, oder? In Zukunft das Projekt. Und dann machen wir jetzt zusammen. Ich glaube, dass die Beschäftigung, eine extrem lange Beschäftigung mit den Themen, dass man sich Zeit gibt für das, extrem wichtig ist. Ich glaube, also wenn man sagt, man muss eine Haltung entwickeln, für die, die das nicht verstehen, das ist etwa so, wie wenn einer würde sagen, ich glaube, ich bin jetzt auch Vegetarier. Das ist keine Haltung. Die Haltung ist, wenn man weiß, wie es um Tierproduktion aussieht, Nahrungsproduktion, wenn man sich beschäftigt hat in der Tiefe, und irgendwann merkt man, eigentlich bin ich der Meinung. Ich bin politisch überzeugt. Das ist vielleicht auch etwas Politisches am Schluss. Und vielleicht mag man darum nicht jedes Projekt. Aber man muss sagen, wenn du das so denkst, ist es gleich ein gutes Projekt, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin. Wir haben nämlich gelernt, von oben runter zu entwerfen. Ja, vielleicht ihr auch. Oder habt ihr mal über das geredet? Wahrscheinlich redet ihr nie über das. Wir machen es den ganzen Tag und niemand redet darüber. Man entwirft vom Tausiger ins 1:1. Man springt raus aus dem Flugzeug wie der und dann macht man mal einen Städtebau, tut ein bisschen Volumen drüllen, aber ich weiß gar nicht wie. Machen wir Chips, der ist glaube ich noch gut, das ist interessant. So. Mal, sieht gut aus. Dann kommt der Professor, ich würde es so machen, sagst du, ja, nicht schlecht, dann lassen wir so. Dann kommt Typus, oder? Das ist ein schlaudeutsches Wort für die Funktion, wie du einen Grundriss aufteilst, was du überhaupt mit was du zu tun hast, eine Schule, eine Tankstelle, eine Brücke. Ich weiss doch auch nicht, was man für Themen hat, das Restaurant und unter den Ausdruck dazu. Und das geht nicht von oben nach unten. Ich habe das noch nie erlebt. So tut man zwar Projekte erklären, aber nicht entwerfen. Das ist eine viel kompliziertere Nummer. Es sind eigentlich vier Themen immer drin. Konstruktion und Form, Funktion und Ort. Hätten wir uns früher so beigebracht, das muss man alles behandeln. Und jetzt hat der Frampton, den habe ich aber recht gut gefunden, als er das erklärt hat, hat aus dem drei Wörter gemacht. Ich finde, das wird griffiger. Weil die Typologie, die Funktion ist noch viel mehr als einfach nur der Gebrauch. Da steckt wie viel mehr Themen drin. Da steckt bis zum Tageslicht drin. Da steckt drin alles, was in den Gebrauch hineingehört, nicht nur das Funktionsdiagramm oder so. Genauso wie in der Topologie der Ort viel weiter gefasst ist, aber vor allem vielleicht der Tektonik ist es am augenfälligsten, wenn man plötzlich Form und Konstruktion zusammendenkt. Wenn man keinen Entwurf aus der Konstruktion raus, und da gibt es das Bild wie ein Strickbau, der sieht aus wie ein Strickbau, man kann aber das Bild entwerfen und sagen, ich würde es aber gerne mit dem Material konstruieren. In der Tektonik gehört das aber zusammen. Das ist ein Ding. Der Ausdruck, Machart und Ausdruck. Und die zusammen müssen das Gleiche reden. Ein bisschen wie vorhin bei der Landsgemeinde. Wenn sich das wie ergibt, wenn sich das Bild, habe ich irgendwie mal mit der Kollegin zusammen aufgezeichnet, wenn sich das wie aus den Fäden, wo man dann so entscheidet und versucht zu verstehen, in der Geschichte liest, in der Kunstgeschichte, in der lokalen Geschichte, mit Leuten tritt, wenn man die ersten Zeichnungen macht, wenn man mal etwas ausprobiert, wie wenn man auch wieder Freunde kennenlernen will, die zukünftige, und einen Witz macht und schaut, ob die lacht. Und wenn sie nicht lacht, dann ist vielleicht keine gute Idee. Und bei dem Projekt ist dann vielleicht ähnlich Sachen ausprobieren, immer wieder. Und irgendwann tut sich ein Projekt rausschellen, wo man vielleicht nicht kann greifen kann. Mir hat man oft gesagt, es sind zu viele Ideen im Projekt. Und das glaube ich nicht, dass das falsch ist. Ich glaube nur, es ist falsch, wenn es zu viele unterschiedliche Ideen sind. Also wenn viele Köche verderben den Brei, stimmt nur, wenn jeder etwas anderes will kochen. Wenn alle wissen, was zu kochen ist, gibt es Haute Cuisine, oder? Da kannst du recht gut essen. Und das ist da ein bisschen ähnlich. Wenn alle wissen, um was es da geht, was wir jetzt heute in der Tischkritik teilweise besprochen haben, wenn man weiß, auf was man raus will, welche Ahnung und Vorstellung man hat, dann kann man auch, glaube ich, das entwerfen. Und das muss in allen Richtungen das Gleiche sein, wie wenn ich etwas erzähle. Oder wenn ich etwas sage, weiß auch nicht, wenn ich zum Beispiel brülle und sage, es ist ein schöner Tag, dann stimmt es zwar verbal, was ich sage, aber nonverbal, mit meinen Tränen in den Augen, findest du, irgendwie stimmt doch etwas, sag doch, was los ist, oder? Und das ist bei Projekt genau gleich, wenn euer Professor dann sagt, hey, aber das, was du erzählst, das stimmt einfach nicht, oder das sehe ich nicht,
Das ist, glaube ich, das, was man üben kann. Und mit, also herausfinden mit den Gedanken vom Fremden, dass man eine gemeinsame Aussage finden kann. Vielleicht auch ohne, dass man genau sagen kann, das ist jetzt meine Hauptidee. Darum rede ich auch nicht mehr von Ideen. Ich rede von Absichten, wie man muss wissen, warum man etwas macht. Man hat nicht einfach Ideen einfällt, sondern man sagt, warum. Und ich werde, glaube ich, heulen, habe ich gesehen, auch, wird über das reden, wo ich eingeladen habe, über das Warum in der Architektur. Ich bin gespannt, ob das das Gleiche ist, was ich meine. Für mich ist das vielleicht auch der Kulturwandel von den letzten 40, 50 Jahren, von den Epicenter-Architekten-Stars zu den Aufgaben, die wir jetzt einfach damit zu tun haben, dass man sich muss wie kümmern, etwas probieren zu verstehen, etwas nachgehen, so wie tiefer gehen, probieren zu verstehen und aus dem etwas weben, aus dem ein sinniges Geflecht machen. Und erst wenn es sinnig ist, wird es vielleicht auch sinnlich. Und erst wenn es sinnig ist, hat es auch eine Bedeutung, weil alles andere ist bedeutungslos. Dann ist es einfach etwas, wie das Modell, das der Professor schiebt, der Grund, das er macht. Wenn du weißt, warum du das machst, aus verschiedenen Gründen, ortsbauliche, tektonische und Typologie, und irgendwann hast du genug Gründe, dann kannst du nicht mehr verrücken. Das sind die schönsten Momente, wenn du einen Wettbewerb gewinnst und dann hockt ein Gemeinsrat davor und dann findet, dann kann man das Stegenhaus schieben und du kannst nur grinsend zuschauen. Aber wie soll man? Es geht nichts, oder? Er merkt genau, da ist nicht gut, da ist nicht gut, denn das ist ein schöner Moment. Die gibt es. Die gibt es. Ich muss manchmal an Dings denken. Kennen den 8 Mile? Wenn er so alles gesagt hat und dann droppt der Mic. So, oder? Eminem. So. So muss das Projekt auch am Ende vom Semester abgeben. So. Alles gesagt, so ist gut. Ich weiß, was ich gesagt habe. So. Das wäre ein schöner Moment. Die kann man haben. Wahrscheinlich sollte man nicht einmal bauen, wenn man die nicht gehabt hat. Darum habe ich die Jacke mitgebracht. Das ist ein Beispiel für das. Wirkung. Wenn etwas wirkt, wird es gewirkt oder gewalkt. Das ist aus dem Englischen oder aus dem Österreichischen. Das sind Wollfäden. Das ist eine Lodenjacke. Habe ich in einer Rockdiskothek vor 30 Jahren gefunden. Habe sie selten an. Auch komisch, dass sie in einer Rockdiskothek rumliegt, aber die jetzt Geld hat. Da bin ich hinter der Theke gestanden, lange mein Geld verdient. Und da spürt man dann, wie lange es braucht, so die Fäden ineinander zu weben. Und je länger man webt und ineinander auch die Widerborstigen, oder so. Er will jetzt das noch, dann braucht es das noch, das geht nicht auf. Weben. Einfach ruhig bleiben und weben. Bis am Schluss, und irgendwann merkst du, jetzt hebt er. Oder? Jetzt wird er gut. Das sind nur ein paar Fäden. Urin hat es auch noch drin, also früher gehabt. Und dann hebt das miteinander. Und ich finde, die Wirkung, die muss man als Architekt auch können erarbeiten, aber auch beschreiben, wenn wirkt etwas wie. Wie kann ich etwas machen, dass es so wirkt, will ich mich auf etwas einlassen und nicht einfach ein Projekt oktroyieren oder Konstruktion am Schluss oktroyieren auf ein Projekt, wo man dann sagt, ja, mach es doch so oder in Holz oder so wäre noch schön, sondern nur das geht, weil das nur so funktioniert an dem Ort, vielleicht mit dem Programm. Damit ich nicht so viel rede, habe ich etwas drin gemischt. Es ist eine Fuge. Fuge ist nochmal ein Beispiel für das. Ich habe vielleicht viele Bilder im Kopf. Fuge sind unterschiedliche Melodien, die gleich zusammen tönen. Manchmal hat es ein Motiv, die Noten lesen können. Manchmal singe ich es vor, aber jetzt, wo aufgenommen wird, singe ich es nicht mehr. Ich schäme mich dann, das geht nicht. Das Motiv wird eingeführt in der Trompete, das ist ein Bläserquartett, gab 4-5 Minuten. Und hört einmal, das Motiv kommt immer wieder. Und das Faszinierende ist, aber das tönt auch gut miteinander, obwohl er eigentlich immer das Gleiche spielt. Und das ist Bach natürlich, oder? Die erste Kontrapunkt, jetzt hoffe ich, dass das läuft. Hört einmal rein. Das war jetzt das Motiv. Jetzt kommt es nochmal. Jetzt kommt es dann nochmal. Jeder fängt so an. Thank you.
Ja, das ist einfach so ein Einspieler, so ein Beispiel, wo mir gefällt. Übrigens, wenn ihr Klassik nicht gerne habt, es ist wie beim Essen, einfach nochmal hören, nochmal hören, nochmal hören. Irgendwann hat man es dann schon gern. Und man muss es laut hören. Klassik ist nicht für Liesling, das muss richtig tschädern. Also, ich glaube, wenn man das schafft, wenn man das irgendwie schafft, das Licht so einzustellen, glaube ich, geht irgendwann, oder mit dem Entwurf, so jeder Faden, jeder einzelne widerborstige, mühsame Faden dort reinfliegt, reinwebt, reinwirkt, dann gibt es irgendwann etwas, dann merkt man, jetzt habe ich ihn. Das habe ich vorhin gemeint mit dem 8-Mile-Moment. So, jetzt, glaube ich, weiß ich, was ich mache. Und dann muss man nicht einmal alles gezeichnet haben oder alles gesagt haben, aber man weiß ziemlich genau, was durchgeht. Das sind auch die Momente, wo man Fachplaner gut kann auffangen kann, Bauherren kann mitnehmen auf der Fahrt, wie sie merken, doch, jetzt glaube ich, das verstehe ich jetzt auch, da machen wir mit. Ich kann sagen, das tönt natürlich jetzt auch sehr ideal, das ist nicht immer so, aber das ist der Versuch, den ich immer wieder probiere und vor allem probiere ich mich selber zu schützen. Ich weiß nicht, ich habe immer gemeint, man müsste wahnsinnig tolle Entwerfer sein, man müsste irgendwie so richtig sich zeigen und etwas Geniales an. Ich weiß auch nicht. Ich bin erzogen worden mit mach mal wie Mies, mach mal wie Wright, mach mal wie so und so. Und man ist erzogen worden mit so Lichtgestalten, so, wo man nie herkommt. Das ist eh immer frustrierend. So gut bist du nie. Und einen Künstler kann ich sowieso in der Schule gar nicht ausbilden. Ich kann ihn auch nicht verhindern, Gott sei Dank. Das wird er dann eh. Aber wenn man so schafft, mit dem Innenflechten, Innenmachen, in dem Innenfühlen, den, wo man vor sich hat, wie wirklich anzunehmen, als das, was er ist, das erste Projekt, das ich gezeigt habe, entsteht etwas Eigenes. Ich drücke es ihm nicht auf. Und ich glaube, das finde ich drum, das habe ich auf meiner Website lang gehabt, es schützt einfach Willkür und vor der eigenen Wünsche. Ich habe manchmal im Semester habe ich gesagt, einer von den ersten Sätzen, eigentlich ist gleich, was ihr wollt. Im Entwerf, es interessiert eigentlich niemand. Das ist natürlich mega gemein, das so zu sagen. Aber ich finde das eine wichtige und schöne Ausgangslage, sich selber zurückzunehmen und das Projekt wie entsteht. Das ist mühsam, darum zeige ich Melancholia vom Dürer. Die kommt
Ein paar Studenten haben mir das mal gezeigt. Ich finde das einfach ein sehr schönes Bild. Mega traurig. Offensichtlich Architekt oder irgendetwas mit Geometrie zu tun. Oder Zimmerer, irgendwie etwas mit Bauen. Mathematische Rätsel da oben rechts, nicht zum Lösen. Die Sonne geht ganz weit hinten auf und der ist mega am Nachdenken. Das ist, ich sage mal so, wenn ich müsste den Entwurfsprozess beschreiben, ist der erste Punkt, wenn du anfängst, immer so, hast du das Gefühl, der ist einfach. Das weiß ich schon, wie das geht. Das machen wir etwa so. Da kommst du dann 2, 3 Wochen später, wo du dann anfängst zu verstehen, hast du nachgelesen, entworfen, ein bisschen probiert und merkst, das ist aber noch schwierig. Eigentlich glaube ich, geht das doch nicht so einfach. Und dann kommt der dritte Punkt, dann merkst du, ich sehe kein Licht am Ende vom Tunnel. Das ist ja keine Ahnung, wie ich das soll machen. Eigentlich geht das überhaupt nicht. Die wollen so viel Programm und Geld haben sie nicht und das geht nicht. Es geht da überhaupt nicht auf. Und jetzt kommt der beste Moment, darum Melancholia. Der da. Dann denkst du, eigentlich kann ich es überhaupt nicht. Das ist eher ein Scheissdreck. Ich sollte eigentlich etwas anderes. Pardon, ich sollte nicht Scheissdreck sagen. Aber eigentlich sollte ich etwas anderes schaffen. Ich sollte eigentlich wechseln. Eigentlich ist das gar nicht mein Beruf. Irgendwann geht der Tunnel auf und jetzt kommt der beste Moment. Man kommt zurück auf das Projekt und merkt, ui, ich glaube, da bin ich schon mal in der Nähe, ganz am Anfang gewesen. Und ein Kollege hat mir mal gesagt, wieso kannst du das nicht abkürzen? Das wäre viel gescheiter. Und er hat gesagt, ja, aber erst will ich da verstanden haben, welche Nuance es braucht, dass es ganz etwas anderes wird. Das ist auch nur eine Jacke mit 2 Ärmeln, aber in der Nuance ist das ganz etwas anderes wie eine andere Jacke, die ich all da hinhänge. Und erst dann kommst du dort her. Und wenn ihr nicht melancholisch seid, habt ihr nicht entworfen, weil ihr habt euch nicht abgekühlt. Also, ich wollte nur sagen, wenn ihr nach der Zwischenkritik manchmal ein bisschen down sind, es ist ein gutes Zeichen. Es führt nämlich zu einem tieferen Verständnis. Darum zeige ich das Bild und dann höre ich ja langsam auf, so vorlesungshaft zu sein. Aber ich habe das wie noch wichtig gefunden, zum zeigen, wie wir probieren zu arbeiten und was so der Versuch ist am Niveau. Irgendwie zu bringen. Das ist nochmal das Dölgas-Beispiel, das anderes. Da hat er einen Bombenkrater geflickt. Später hat es auch die und die eine ähnliche Art gemacht. Und ich habe das Studierenden gezeigt, immer im Semester bei mir. Und ich tue sie immer, also ich tue sie auf falsche Fährte bringen. Das ist überhaupt nicht Dölgas noch. Das ist nämlich ein Photoshop-Bild, das ich geändert habe. Und das ist echt der Dölgast. Und man braucht eine Minute oder ein paar Sekunden, um zu sehen, was ist jetzt echt der Unterschied. Aber wenn er darauf achtet, vor dieser Mannesmann-Säule da, hätte er plötzlich angefangen, so blind, so Maßstab zu verkürzen, oder da etwas einzufügen, ohne dass er das nachmacht. Da oben das Loch machen, ohne dass er das Kapitell wird ausbilden. Entsteht nur durch die Schattenwirkung. Einfach eine gewisse Nähe mit ganz neuen Mitteln. Und dann denke ich mal, so gut wäre ich auch gern mal. Finde ich sehr schön. Und ich glaube, das geht nur, wenn man lange dran bleibt. Jetzt habe ich die letzten 2 Projekte, die gehen jetzt relativ rassig, hoffe ich. Nein, bin überzeugt. Es hat 2 Themen bei mir im Büro gegeben. Die einen sind innerhalb vom Kontext, das ist mein erstes Projekt, das ich gewonnen habe. Das heißt Haus für junge Menschen, Collinplatz, 2 WGs. Da habe ich mega Freude gehabt, weil das ein Wettbewerb ist, wo viele noch mitgemacht haben. Brandruine da und am Ecken, da wo die Japaner aussteigen, gehen Uhren kaufen oder zu der Kirschtorte essen und die laufen dann dafür. Und der Ort ist dann wirklich heikel gewesen. Und dann ist der Zug nicht gerade irgendwie links regiert, wo man dann einfach, also ist dann auch plötzlich Budget und dann nochmal wird genau geschaut und nochmal irgendeine Kommission, wenn man auf die Finger schaut und Ampelsystem muss machen mit Grün und Gelb und weh, du bist gelb, Rot geht gar nicht. Und das Projekt haben sie zuerst gehabt. Das meine ich mit einfügen. Das meine ich mit, das ist noch meine Generation, wo man gesagt hat, ja, jetzt muss ich aber mal ein bisschen rechts entwerfen, oder? Da in dem alten Krümpel da rein. So, dann hätte so wahrscheinlich das, weiß nicht, ich sage jetzt mal, Busstall, Herzogtömmerau 90er Jahre gewesen oder so, keine Ahnung, irgendwie so die Welt. Und man hat das Gefühl gehabt, das gibt etwas. Aber ich habe mich immer, ich weiß auch nicht, wenn ich den Tsunami immer gesehen habe in Japan, wenn ich so gesehen habe, was alles rausgespült hat, so aus den Städten, habe ich immer das Gefühl, das wird es wahrscheinlich jetzt auch mitspülen. Und ich hoffe, verzeiht mir das. Ich habe mit ihm über das Projekt schon geredet. Das ist so mein Eindruck gewesen. Es ist nicht verwandt, null. Wir haben damals das vorgeschlagen, relativ
wie soll ich sagen, angestaubt, haben die Leute gesagt. Das ist angestaubt, das Projekt. Da müsste aber schon noch frischer Wind dahinter. Und ich zeige euch mal offen, wie ich anfange, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, die sind irgendwie ein bisschen grob unterwegs oder das kommt nicht. Ich habe auch geübt. Im 3D. Oder? Mittiger Giebel. Ich habe mir ein Glas entwerfen, weil ich nicht einmal Töne gecheckt habe. Dann habe ich alles auf Glas gestellt, um zu sehen, wie geht denn das? Wie komme ich rein? Wo komme ich raus? Mittiger Giebel. Haben da viel vorgeschlagen. Mittiger Eingang. Aber eigentlich völlig falsch. In meinen Augen. Der steht irgendwie schlecht. Oder? Die Häuser sind wie Wesen. Der John hat das auch gesagt, die sind wie Kühe. Schau dann immer, ob es nochmal einen Meter gelaufen ist, das Haus. Und ich denke, also, das Haus steht irgendwie. Das hat das, was wir vorhin gesagt haben, das wird sich auch nie wegdrehen zu euch. Oder? Das wird dann so stehen. Es hat das Gesicht, es hat dann, es ist ein Wesen. Das funktioniert auch überhaupt nicht. Funktioniert nicht, aber ich komme immer näher. Und das geht über Wochen hinweg. Und dann irgendwann kommt und dann merkst du, jetzt sitzt da drin, jetzt sieht er fast aus wie so eine Comiczeichnung, so verschroben. Ein bisschen. Hier ist ein komisches Haus. Und das habe ich gesucht. Oben dreistöckig, wo dann überleitet in den höheren Teil, dann runter zum Friedensrichterhaus. Und durch das habe ich da überhöhe Räume können machen, Esskuchen für die WGs. Auf die Straße raus, wo es laut ist, da wo sie vorher hocken, da. Terrasse. Und die obere Wohnung hat Terrasse Richtung Innenhof. Beton, Typ 4 geschlemmt. Wenn sie gesagt, ja, warum schlemmst du das? Ist ja schon Typ 4, aber das macht natürlich, ich würde nie ein Beton in so einer Altstadt hineinsetzen. Das kann man jetzt einfach nicht in den Sinn. Aber die Schärfe und Härte braucht es, damit man das nicht kaputt geht und damit es gleich eine gewisse Zeitgenössigkeit überkommt, die Läden versenkt. Und trotzdem hat man das Gefühl, manchmal, das habe ich eigentlich am liebsten, das habe ich wirklich gern. Wenn man nicht genau weiß, ist jetzt das gewesen oder wenn ist das gekommen, ich hatte nicht mehr das Gefühl, dann sind wir, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Das mache ich aber nicht immer. Das mache ich da. Weil ich auch will, ihnen das Haus schenken, so als gewiffelte Ecke wieder in Ordnung bringen. Kaputte Socken, ich mache das Loch zu. Dankeschön. Weil es ist ja nicht einfach. Also ich würde auch gern, ich fange immer an und denke, jetzt machen wir mal ein tolles Haus. Jetzt geht's ab. Und dann nach 2, 3 Wochen merkt man, ja, man entspannt sich und denkt, kann man jetzt endlich mal Architektur machen. Das heißt aber auch, wenn man so viel Wert auf die tektonische, auf den Ausdruck Wert legt, dass der innere Teil sich muss ein bisschen fügen. Das ist natürlich ein Gewicht, das man macht. Das heißt, ich habe da so einen Shinohara-Raum, da hat es noch Säule links. Das ist aber auch ein cooler Raum. Er ist einfach speziell. Das ist ja so eine Überhöhe, wo es dann gerade wieder hochgeht in die nächste Maisonette. Es wird eng. Ich habe die steilsten Stege gemacht, die es gibt. Wenn ich jemanden frage, wie steil ist ein Stege? Nein, die ist nicht 17 Santi. Die ist in so einem Fall 20 auf 20, das wo geht, möglichst steil. Eine Stiege, keine Treppe. Das sind eigentlich dann identische Räume, plättet, damit sie lang heben, damit das einfach lang hebt. Ich habe immer den Anspruch, glaube, dass ich Häuser mache, die einfach bleiben. Ich werde einfach nicht mehr so wechseln. Ich werde kein Blättchen müssen wechseln, keine Farbe müssen wechseln, ich würde es gerne behalten. Und sogar da fügt sich sie in der Terrasse von oben ab. Genauso so ein Haus, wo aus der Konstruktion rauskommt, so ein Topwollsystem. Aber eigentlich geht es mir darum, die Giebel, die Schindeln. Und übrigens, das ist nicht im Lignum aufgeführt, brandschutzmäßig. Also ich müsste eigentlich Metall machen, um die Geschossbrand aufhalten da oder Eichenbretter. Und dann bin ich mehrfach bei der Feuerpolizei gewesen und gesagt, das geht nicht. Dann bin ich zum Gemeindepräsi und habe gesagt, du, jetzt ist gut, ich mache jetzt da Eternit, das kommt dir aus dem kleinen Land, du kriegst so ein rosa Eternit-Haus, ich höre jetzt auf. Dann ist das Telefon gegangen, eine Viertelstunde später habe ich Genehmigung gehabt für meine Abwürfe. Wenn sie vom Jassen kennt, das ist dann auch wieder Föderalismus. Dann plötzlich habe ich so einen schönen Abwurf gehabt, wo ich so lange träumte davon. Das ist das Projekt mit der Einsprache. So, vielleicht da. Die Einsprache ist, das passt nicht rein. Das sei nicht. Das ist aber der, was ja, ich rede nicht über das. Ich habe ein Stegenhaus gemacht da rein, wo 6 Wohnungen kann schliessen oder 7. Das ist dann halt Pensionskasse irgendwie, oder? Möglichst viele Wohnungen. Das Projekt heißt La Scalinata. Also es geht um Stege und dann geht man
in dieser Steigerufe immer mit dem Blick in den Garten, immer richtig Gleisfeld, immer richtig raus, wieder zurück in die Wohnung. Und ich denke, dann habe ich wieder alles im Griff. Steigerhaus und Fassade, das gibt ein gutes Haus, dann könnt ihr Küche einbauen. Das ist mir, oder? So. Was haben sie gemacht? Der Entscheid war irgendwann kurz vor Baugesuch gewesen. Du, da hättest doch da so ein Loch. Kennen Sie? Der Lift wäre da schon noch gut da drin. Dann haben wir das Rendering gemacht, so wenn man von der Tür rauskommt, wo man nur Beton sieht. Dann sind sie natürlich nicht erfreut gewesen und haben uns dann gezwungen, den Lift zu machen. Und dann habe ich einen Stift angelegt und gesagt, dann mag ich über dem Zeichnen. Ihr könnt nicht das Projekt, wo mit La Scalinata gewinnt, mit der Stärke als einziges Thema in dem ganzen Haus, jetzt da den Lift reinmachen, weil einfach ein bisschen Geld verdienen noch. Und dafür haben wir die Wohnungen. Und das ist jetzt das Dilemma, das ich euch nur mitteilen kann. Ich habe es jetzt gleich gemacht. Ich habe mich überredet. Und das ist eine neue Erfahrung für mich. Ich habe immer gedacht, es gibt wie Kernideen von einem Projekt, wo man sich nicht nähern darf. Wenn man die behalten kann, kann man viel lernen. Wenn nur die Stege bleibt und die Fassade ist nicht drin. Und dann nehmen sie wie das Eingeweide, so wie so da, oder? Und dann muss man gleich mitmachen oder eben nicht. Und da habe ich jetzt mitgemacht. Ich habe schon ein paar abgesagt, da habe ich mitgemacht. Letztes Projekt. Außerhalb. Ja. Das ist jetzt neu für mich. Ich bin im Glanerland jetzt die Heimat, plötzlich Projekte, die nicht mehr im Kontext sind. Sie sind draußen. Sie sind irgendwo, außerhalb der Bauzone. Restaurant, Unterägeri. Das Projekt habe ich genannt, Hasegut Nacht. Oder? Da weit draußen, irgendwo hat es da so eine Haus. Und viele andere Sachen, mitten draussen, Polizeimasten, kleine Bahn, Uferparkplätze, Kegelbahn, Boccia-Bahn, Tennisplatz, Schiessanlage, Pistole, Schiessanlage, Armbrust, Schiessanlage, weiß nicht, Panzergranaten. Und dahinter hat es noch eine Quelle, wo die Leute einen Kofferraum aufmachen und sich Kanister füllen wie ein Lourdes, oder? Das ist einfach das Wasser, scheinbar. Und dann war der Wettbewerb, Landgasthof für die Kooperation und Trägerin, die dürfen noch flösen. Und da wollte ich jetzt euch zeigen, dass es das mit dem Zusammenflechten ist eins. Aber es gibt natürlich auch die Momente, wo man einfach wie Sachen im Kopf hat über die Jahre, wo einem wir einfach nicht loslässt als Projekt. Und ich wollte euch zwei, drei zeigen, die mich immer wieder begleiten. Das ist das Tanikawa-Haus vom Shinohara. Und ich kenne das. Und ich habe es erst eigentlich wirklich verstanden, glaube ich, für mich, nachdem der Tibor Ioannelli mir das Projekt erklärt hat. Kenne das ein bisschen vielleicht? Es ist ein schräger Waldboden. Da ist kein Boden drin. Für einen Poet in Japan, irgendwo im Wald, mit einer atektonischen Decke, mit seltsamer Verweis auf Shochi-Wand, irgendwie so, oder die Schiebewand, irgendwie. Holzbau japanisch, aber der schräge Boden, völlig seltsam. Dann hat es da noch so komische Möbel drin, auch irgendwelche Verweise, oder man weiß nicht genau, was das ist. Das sind natürlich Verweise, wo für sie wichtig sie sind. Sie haben sich auf den Westen bezogen, auch der Dichter ist auf den Westen bezogen gewesen, sind heute noch viel. Das ist Atelier von Matisse. Der hat da die Stege drin gehabt, wo perspektivisch so zulauft. Genau die hat er sich auch reingestellt, so als Vorbild vielleicht. Weiß ich nicht genau, eigentlich ist das auch gleich. Was ich nur sagen will, ist, der Raum ist nicht brauchbar, aber er ist extrem bedeutungsvoll. Auf das wollte ich raus. Der Raum, den kannst du nicht erklären. Alle schauen den Schnitt an und dann fantasiert man wahnsinnig viel. Eigentlich wird nur immer der Raum geredet. Also wenn man Vorlesung lässt, dann kann man ganze eineinhalb Stunden über den Raum reden. Aber man weiß eigentlich gar nicht, für was der ist. Und der Hauptraum, das ist eigentlich ein funktionaler Raum, der ist da vorher drin, in dem anderen Schnitt. Das ist eigentlich Kochen, Toilette, Schrank, Schlafen. Das ist nichts. Das ist auch ein Resonanzraum, würde ich dem sagen. Ein Space Machine, hätte Tibor Ioannelli dem gesagt, im Wald, aber auch zum Matisse im Westen. Aber auch wir für einen Dichter, dass das Wort vielleicht mehr bedeutet, als man meint auf den ersten Moment. Es ist also eine Überhöhung. Und eigentlich passiert bei so Lehrern immer das, dass Leute das hineingeben, was sie glauben, könnte es dann bedeuten. Macht Dolciati, oder? Es ist ein Mittel. Es ist ein Mittel. Was man auch sieht, vielleicht noch,
Und ich immer gestaunt habe, ist, wie sehr man den Kontrast kann aufbauen kann zwischen Dichte und Leere. Das hat mich auch fasziniert. Was das ausmacht in der räumlichen Qualität, wenn man Sachen schafft, so wirklich komprimiert zu machen. Das heißt nicht von Nasszellen oder so, aber einfach, dass man wie Räume macht, die anders sind als die anderen. Dass man die im Wechsel hat. Das kann ein Stadtraum sein, von enge auf dritte. Das kann aber auch so etwas sein, wo enge, funktionale Räume plötzlich auftönt und bedeutungslos werden, vielleicht. Die andere Referenz nach dem Shinohara sind natürlich die lokalen Referenzen gewesen. Das ist eine Bezugsgröße für mich, natürlich, Innerschweizer Häuser. Wie funktionieren die? Wie ein Huhn auf dem Sockel, ein bisschen breit. Irgendwann im Mittelalter klassifiziert das Bitz und dort stark steiler gemacht, Fenster geordnet. Das sind die Klappdachhäuser in der Innerschweiz. Da stehen dann Haufen umeinander. Und was haben wir gemacht dort? Das ist ein Collage, denn schaffen wir auch manchmal so. Einfach gespiegelt, damit es in alle Richtungen zeigt. In dieser Zeit sind noch andere Projekte gekommen, wo in der Landschaft sind. Das ist. Es wird alles aufgenommen. Gut. Es war eine Anfrage für eine Villa, für einen schwerer Mann, Autosammler, 300, 3000 Quadratmeter für 4 Personen. Er hat mehrfach abgesagt, er ist immer wieder gekommen. Und er hat gesagt, solange du da wohnst und nicht einmal im Pool drin die TVs kannst abstellen und den Himmel siehst, kann ich gar nicht entwerfen. Ich weiß nicht, von was du redest. Und dann ist er wieder gekommen und hat gesagt, er hätte die Fernseher jetzt demontiert. Ob ich jetzt würde entwerfen? Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt. Das Projekt ist Gott sei Dank nie gebaut worden. Aber dort hat es angefangen, dass wir die Klappdachhäuser gesehen haben, die horizontale Schattenlinie. Es hat auch Bruno Taut, glaube, nein, Adolf Loos hat das gesagt, dass eigentlich in der Landschaft die horizontale Linie dafür sorgt, dass man mit der Landschaft sich besser verbindet. Das müsst ihr mal darauf achten. Wie die Dächer die Schattenlinie dafür helfen. Das haben wir da auch probiert. Das sind auch die Skizzen da. Und das haben wir auch bei anderen Projekten probiert. Da ist dann der innere Hof, so mit Pool, wie man es halt braucht. Egal. Und dann auch für kleine Projekte, die auch nicht gebaut worden ist, als Galerie, aber auch horizontale Linie wie Steige. Sind Häuser gewesen, die sich wie geöffnet haben. Es ist plötzlich die Weite gekommen. Es ist ein anderes Bauen gewesen. Die Enge, die ich kannte aus dem Kolinplatz oder auch von Baden und so, das so müssen reinstehen. Fast, wir haben teilweise Bauschaumarchitektur genannt, oder? Jeder Meter noch ausfüllen, da noch etwas rein, da noch einen Raum. Und plötzlich steht man auf dem Hang, wie so in einem topografischen Spannungsnetz, so ein Peak, und denkt so, da mache ich jetzt mein Haus. Oder so. Das ist für mich ganz neu gewesen. Da hat es die Öffnungen auch gegeben in einem andere Projekte, eben das zeigt, dass die geschlossenen Räume, die wir vorher hatten, haben wir da dann probiert aufzubrechen. Und das zieht sich dann im Büro natürlich durch, dass einem so Themen auch nicht loslässt. Und jetzt der zuletzt, der Leerraum überhaupt, das ist für mich wie eine Lunge, also wie ein tiefes Einschnaufen von der Landschaft. Das ist Villa Rotonda von Palladio und da geht man dann die Stegen rauf, steht oben in einem zentralen Raum mit der überhöhten Kuppel, auch etwas, was man eigentlich nicht braucht. Aber es gibt den Atem und man hat 4 Achsen in die Landschaft. Natürlich geht es darum, alles mies. So weit du kannst schauen, das ist mies. So, aber es geht auch darum, den Schnuff von dieser Landschaft reinzuholen. Und das haben wir eigentlich im Projekt probiert zu machen. Also alles, was ich jetzt erzähle, werde ich danach noch wieder sehen. Jetzt kommt ein bisschen Folklore, wie sie tun noch, wie heißt das? Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Nicht raften. No, wie heißt denn das Wort? Flößen. Sie tun das Holz noch flößen. Sind die letzte Gemeinde in ganz Europa, die noch flößt. Und warum? Ist auch schön. Weil sich Ober- und Unteräger immer noch gestritten haben um eine Waldstraße. Und dann haben sie das Holz nicht rausgebracht. Also haben sie das Wasser rein. Und jetzt führen sie es übers Wasser führen und sie haben heute noch keine Waldstraße. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen laut, mal schauen, ob es läuft. Ich finde es aber sehr schön, wenn ihr darüber redet. Und das ist Teil von unserem Projekt. Die Holz, das Holz, das ist öffentlich. Ja.
So ein kleine Einspieler. Also bei dem Projekt, wo wir jetzt dran sind, das ist der Vorschlag dann gewesen. Und vielleicht seht ihr jetzt, was ich vorhin erklärt habe. Es geht einerseits um das Aufsteigen auf den Sockel und den leeren Raum oben, über der Landschaft zu sein und das Rundum zu haben. Das, was vorher als einzelne Aussicht in Süden war, hat jetzt plötzlich eine Allseitigkeit aufs Tennis, auf die Bahn, auf die Boccia-Bahn, überall an. Und oben kommt dann die Klappdächer als Balkon, vielleicht auch ein bisschen japanisiert, das kann auch sein, relativ ein leichter Bau. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe noch selten so etwas zustande gebracht, ich habe mega Freude gehabt. Also ich habe gefunden, das ist jetzt für mich ein tolles Haus, ich freue mich auf das. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben geschafft, so die Tradition irgendwie zu behalten, das Holz zu bringen, die räumlich und unten werden die Stuben rein, also so die Gaststuben. Und oben kann man Feste, Hochzeiten machen, irgendwann kann man Kinder mit der Rutschbahn, aber wie auch immer vor dem Sockel. Und das wird funktionieren. Und dann habe ich in der Gemeindeversammlung dermaßen einen müssen einstecken. Das Haus sägt zu hoch, den Mist wollen wir sowieso nicht. Das ist auch viel zu dunkel, wie das aussieht. Und dann, ich bin der letzte Redner gewesen. Nachdem alle gesagt haben, was für ein Mist das da ist. Die haben mir am Schluss das Mittelgeschoss haben sie mir weggenommen. Haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Sie haben mir den leeren Raum wollen. Also auch da, der leere Raum, den vertreibt niemand. Das ist wie Camillo Sitte, wenn er sagt, macht einen Platz, aber macht bitte nicht den Brunnen in die Mitte. Das musst du aushalten. Wie auf dem Landsquai-Platz. Die Leere musst du aushalten. Aber dort passiert es. Aber das braucht halt ein viel Verständnis dafür. Wir haben noch gezeigt, wie das in der Landschaft wird aussehen. Ich vermute auch, es war ein bisschen zu hoch noch im Wettbewerb. Ich würde ihn auch ein bisschen runternehmen und ein bisschen breiter machen. Es ist ein bisschen raketig noch. Aber irgendwie könnte das funktionieren. Wir haben dann die Konstruktionszeichen wieder dazu abgegeben. Im Grunde ist das, haben sie lange nicht verstanden mit dem Kreuzgiebel. Und sie gesagt, das sei fremd, bis wir herausgefunden haben, dass einige von den Votanten aufgewachsen sind in Kreuzgiebelhäusern. Haben sie erinnert, nein, da bin ich aufgewachsen, so etwas. Gut. Und dann hat man dreiseitige Ausrichtungen um ein Kämmi herum, um eine Schmiede herum vielleicht. Oder wir haben da von Lehmheizung geträumt, wie immer. Zentrale Heizung in der Mitte. Und dann die Wohnungen dreiseitig mit Balkon. Oben wieder das Gleiche. Dann hat es die Resträume, wo man den Abstellräume im kalten Bereich haben. Das sind die Gitter gewesen, auf der Seite. Und noch weiter oben dann so ein Studio, wo dann der Balkon tiefer wird. Sehr eng. Wir haben das Vorstellung gehabt, eigentlich hätten wir gerne einen Landgasthof gemacht, wie ein Hotel. Aber es sind jetzt Wohnungen und unten ein Restaurant. Da sind wir jetzt gerade im Vorbereiten vom Bauprojekt. Das wäre der Saal gewesen. Das hätte mich interessiert, wie die Schichten dann immer weitergehen in dem Wald rein, wo man macht, wo wieder kommt. Das ist ein Eingang ins Naturschutzgebiet. Das wäre der Ort gewesen, wo, und es wird der Ort sein, wo Langläufer anfangen, laufen, hündeln, wo Vereine rausgehen, wo Wanderungen unternommen werden, über die Schütze etc. Es ist ein Ausgangspunkt. Und darum vielleicht auch ein bisschen das Laternenartige in dem Hasegutnacht draussen. Und unten sieht man das. Also Reparatur, Ski, Eingang Tennis, Tennis Lounge, Wasserstelle da für die Hunde, Terrasse. Und ich wollte das zeigen, um nochmal erklären, das mit den Beziehungen und mit dem Geflecht, das wir machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn die Projekte möglichst beziehungsreich sind, möglichst verwoben sind in so einem Kontext, in so einer Überlegung, wo man auch über das Programm muss rausdenken und einen Vorschlag machen, denkt doch an das. Wieso ist jede Skistation bei uns im Bruwald immer noch eine Skistation und nicht auch ein Restaurant oder ein Beiz? Warum ist das nicht verhängt mit der Jugendherberge? Ja, weil, oder? Genauso wie Swisscom alle 4 Wochen den Boden wieder auftut, obwohl die Gemeinde ihn auch alle 4 Wochen auftut, wenn man halt nicht miteinander nichts macht, so gern, keine Ahnung. Und ich glaube, die Miteinander-Sache, die, habe ich das Gefühl, die könnte wir zu Resonanz führen und auch zu Bedeutung führen. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Ich habe der letzte Satz, dann bin ich, glaube ich, auch fertig, nochmal für euch zu wählen.
Führen, das kann ich sehr schnell am Anfang bringen. Das ist auch das, wo mir Bier nicht aus dem Kopf geht. Ich bin heute von St. Gallen da gefahren. Ja, und dann habe ich aus Spass gesagt, schau dir mal, jetzt sind wir fast eine Stunde unterwegs. Ich habe nicht eins Schönes ausgesehen, nicht eins. Und man muss ehrlich sein. Also, was heißt das für unseren Berufsstand oder was produzieren wir, was machen wir mit unserer Umgebung? Und ich kann eigentlich nur sagen, dass ich probiere, ich habe nur die Antwort, mit lokalen Materialien zu bauen momentan. Irgendwie probiere, möglichst beziehungsreiche Projekte zu machen in all Richtungen. Und Lehrräume, wo ich nicht immer rüberkomme. Aber die interessieren mich am meisten. Danke vielmals. Ja, vielen herzlichen Dank, Wando. Wer hat noch? Wie lange habe ich geredet? Eine Viertelstunde? Nein. Doch. Ihr habt 130 Folien gesehen. Das ist sogar 80. 80 Minuten, das passt besser. Ja, das passt besser. Ja. Meinst du vom Rhythmus her? Ja, und dann wird es sehr viel gesehen und ich habe gedacht, hoffentlich wird es nicht zu lange. Ja. Nein. Keine Frage, gut. Also, ich habe einfach noch eine Ergänzung wegen dem leeren Raum. In der ostasiatischen Kunst sieht man das natürlich sehr viel und dort ist es zum Beispiel das Papier weiß. Und sie haben einen ganz anderen Anspruch an Komposition und Ausgewogenheit oder eben nicht, dass es das Volle gibt und auch das Leere. Also, wenn ihr mal am Wochenende Zeit habt, könnt ihr euch mal kurz damit beschäftigen. Wenn ihr Fragen könnt, zu mir, ob ich ostasiatische Kunst studiert. Aber ich bin Laie geblieben. Ja, das ist interessant. Also, ich habe studiert, wie der Ripperpark zu Zürich so schön ist. Das nächste Thema ist eben Lehre. Ja, da komme ich mal vorbei, ist Ja, gut. Aber da hat es machen wir jetzt einen noch. Input einmal, das ist Ja. gut. Habe ich noch Fragen? Ja, kann ich? Ja, danke vielmals. Vielleicht eine Frage. Du bist seit 10 Jahren jetzt auf dem Land und vorher zu Zürich geschafft. Hat sich deine Haltung und das Schaffen geändert? Komplett. Ganz stark. Und das hat vielleicht, das habe ich am Anfang probiert zu zeigen, es ist viel mehr eine Berührtheit irgendwie dahinter. Das Zeug ist wie näher. Es ist wie ich kann das gar nicht sagen, es ist wie sich, ja klar, also man verändert sich sowieso. Wir haben im Büro mal gewitzelt, wenn man immer nach 7 Jahren also Beziehungskrisen hat, das hätte damit zu tun, weil Zellen austauschen, aber nach 7 Jahren bist du ein anderer Mensch, komplett austauscht. Binnen alle Zellen sind die neuen und dann musst du die Freundin erst wieder neu kennenlernen. So. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man nach 10 Jahren sich einfach verändert. Oder so. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wenn ich Bündner, eure Architekten anschaue, euer Schaffen, habe ich das Gefühl, dass man die Landschaft nicht wegdenken. Also ich glaube, die macht einen großen Teil aus, nicht nur von dem Projekt, dass die profitieren, weil sie in einer schönen Landschaft stehen, oder? Und wir geladen werden von der, sondern einfach weil das wie nennen sie Bau in einem alpinen Raum. Also es ist wie eine andere Sichtweise auf die Landschaft. Ist mir neu gewesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Landschaft gibt im Kreis 4 und 5. Ich habe auch nicht gewusst, dass es Langenland gibt. Ich habe gar nicht gewusst eigentlich. Ich war ein deutscher Student gewesen. Und von irgendwie habe ich das realisiert, dass, was ich vorher probiert habe zu sagen, die Differenzen, die Ortsbezogenheit, das ist etwas unglaublich Wertvolles. Das ist anders wertvoll. Und das kommt mir gerade so unter die Räder, auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion aktuell, wie mir einfach die Stempel drauf tun, haben das Gefühl, das sind gute Häuser. Und ich immer, ich weiß auch nicht, die rosa-grüne Laubengang, Fiaskos. Ich habe einfach wie andere Vorstellungen, vielleicht auch von Bau. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber ich träume von einer gewissen Ruhe, von einer Gelassenheit. Vielleicht bin ich auch zu fest auf italienische Städte oder so los, aber irgendwie einfache Häuser. Ich habe an der ETH einen Vortrag gehalten, über wo ich herkomme und was ich mache. Und dann ist der Satz gefallen: Aber Lando, das ist ja alles Idylle, von was du redest. Ich habe gedacht: Ja, ich wohne da seit 10 Jahren. Klar ist das meine Idylle. Das ist ein, die gibt es. Und vielleicht gibt es sie nicht wirklich, aber man darf sie ja idealisieren und darauf anschaffen. Und vielleicht hat das auch mit dem Ort etwas zu tun. Es gibt Orte, wo recht in Ordnung sind, finde ich. Dann könnt ihr mich gerne besuchen und das beurteilen. Und ich finde, das ist unglaublich, wenn so homogene Orte,
wo Häuser Beziehungen ausdrücken zueinander, was wir heute nicht mehr können. Und nicht, weil das nur ein Ausdruck ist von unserer, ich würde jetzt sagen, Telefongesellschaft oder so. Ja, das ist ein Telefon. Nein, es ist nicht nur das. Es hat mit Parzellierungen zu tun, es hat mit unserer Geldpolitik zu tun, es hat mit ganz vielen Themen zu tun, wo wir natürlich auch machtlos sind. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, über das, dass ich jetzt da umgezogen bin, dass wir Themen behalten können und die weiterentwickeln, wie sie wertvoll sind. Das hat stark geändert. Das habe ich vorher nicht gehabt. Da hätte ich vielleicht jetzt auch in Zürich sozialen Wohnungsbau gemacht am Schluss, wo ich nie wollte. Aber irgendwie dann, sie haben andere Themen. Sie müssen jetzt Gas geben, sie müssen bauen. Und wir haben bei uns ganz andere Themen. Und die müssen wir hochhalten, finde ich. Ja. Bitte die Frage, das ist noch eine. Mich hat noch interessiert, ob er, also wie scheint eigentlich gar nicht mit zeitgenössischen Referenzen zu arbeiten oder auch zeitgenössische Architektur, jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Also man kennt es ja oft, oder der Usus ist, dass ja wie alles pickfein rauskommen sollte, wenn man heutzutage baut. Also wenn man sich so ein bisschen anschaut, was gebaut wird. Na klar, es ist, man schaut auch jetzt ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit und es gibt einen Trend, aber man fragt sich, ist das nur ein Trend oder meinst du die Leute da wirklich ernst, oder? So jetzt. Habe ich zwei Antworten dazu. Die erste ist, ich versuche zeitgenössische Referenzen zu vermeiden. Ich kann es aber auch nicht. Ich bin online, ich bin auf Insta, weil meiner gesagt hat, sonst hätte ich gar nicht gewusst, dass es dich gibt. Praktikant aus Deutschland und ja, ich probiere mich aber zu wehren. Also ich probiere ganz fest, das Zeug nicht anzunehmen. Und das hat damit zu tun, weil ich Angst habe, Sachen vor mir zu haben, die schon so gut sind, dass sie mich auch aufhalten. Also sie geben mir keinen Weg, die sind wie fertig. Die sind da, sind wunderschön und ich denke, was soll ich jetzt machen? Bis ich da wieder auf etwas komme, wo zu meinem Projekt passt, vielleicht auch zu mir passt, finde ich schwierig. Ich habe Mitarbeitende gehabt, der hat eine Datenbank gehabt zu dem, alles zeitgenössische Projekte, hat gesagt, lösch doch das Zeug. Lösch doch weg und mach es für jedes Projekt auch wieder neu, du änderst dich auch. Und die Sachen, die bleiben, jetzt habe ich euch zwei, drei Sachen gezeigt. Ich behaupte, wenn ihr mal ein bisschen älter seid, und ihr müsst viel anschauen, das gehört dazu, aber am Schluss hast du 3, 4, 5, vielleicht auch 10 Projekte. Und die sagen dir fast alles, was du musst wissen. Behaupte ich. Die sind universell, die sind so stark und gut. Bei mir ist das noch Asplund, es hat noch so ein paar Namen, die ich einfach immer wieder davon zehren kann. Und der andere Punkt war, was ich an etwas extrem Gutes hatte. Perfektion. Ich schiebe da immer dran. Also meine Mitarbeiter sind besser als ich in dem. Und ich habe wie gemerkt, mir ist es auch zu blöd, manchmal. Ich hatte ein Biss nicht für das. Und ich denke, ich habe eigentlich recht viel Biss. Also ich bin einer, der wirklich nicht schnell aufgibt. Aber das interessiert mich dann zu wenig, merke ich. Das kann ich auch mal gut sein lassen. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist denn das so? Beispiel, ich habe ein Haus gemacht für einen alten Mann, 80 Jahre alt, hätte ihn umbauen wollen. Und dann habe ich Pläne gemacht, wunderschöne Küche, Dusche, alles entworfen, schöne Pläne, richtig schöne Einbauten. Dann komme ich, dann ist er schon im Brett vom Hornbacher rumgelaufen und sagt, ah, das kommt daher, Kühlschrank kann ich auch schon kaufen. Und dann hat er schon alles eingebaut. Ich habe gesagt, ja, aber das geht doch nicht. Und dann aber Dusche, die bauen wir noch zusammen. Und ich wieder, hätte eine Dusche schon gebaut. Ich habe gesagt, wir haben doch etwas abgemacht. Ich habe gesagt, wenigstens eine Dusche komplett aus Holz. Auch da haben wir etwas probieren, ohne Fugen. So eine Holzdusche in einem Holzhaus. Und dann haben wir die auch zusammen gemacht, aber es ist überhaupt nicht nach meinem Plan gekommen. Dann habe ich noch Fotowellen von meinem Mitarbeiter, den ich ihm ausgelehnt habe zum Arbeiten, Dokumentation. Und ich habe Fotodokumentation vom Hauswellen, wie man das kennt, schöne Fotos vom Fotograf. Und was macht er? Er zeigt nur Fotos von seinen Kollegen beim Arbeiten. Wenn sie heiß am Rauchen sind, wenn sie sitzen. 4000 Bilder. 4000 analoge Bilder und er hat das Kunstbuch daraus gemacht. Er hat mich nicht gefragt. Und dann habe ich gemerkt, wunderschön. Es ist ein super schönes Haus. Ich bin gekommen und habe selten, ich nenne es vernakuläres Bauen, von Menschlichkeit durchdrungen, das sind schwierige Wörter für mich zu sagen, aber das ist effektiv von Menschlichkeit durchdrungen, nichts bauen, wo ein paar Leute zusammengekommen sind, ich bin auch dabei gewesen,
meine Mitarbeitenden. Und wir haben dem alten Mann noch mal ein Haus geben können, wo er überglücklich ist. Und es hat nichts mit meinen Details zu tun. Und ich bin jedes Mal dort gewesen, wo ich gesagt habe, für was brauchst du mich? Ich weiß nicht, für was du mich zahlst. Du solltest mir gar nicht zahlen. Ich kann ein paar... Und hat er gesagt, doch, doch, das tun wir diskutieren. Weil wir es bitte... Auf das wollte ich raus. Ich habe ja gemerkt, dass auch das eine Qualität ist. Ich glaube, es gibt eine verschiedene Qualität. Und ich glaube auch, dass wir uns ein bisschen aufgerieben haben die letzten Jahrzehnte am Startum, wo nicht jeder nahe mag und jeder mittelmäßige Architekt. Und die gibt es einfach auch. Und ich würde mich jetzt auch einfach mal dazu zählen, dass ich nicht so eine, nicht die Kraft habe für so etwas, aber dass wir einfach eine gute Umgebung schaffen. Und dort hat es wie ein Gap gegeben. Die sind wie weg, da komme ich gar nicht nach. Ich krieg doch nie einen Messinghandlauf, ich krieg doch nie die Steine, ich krieg doch nie die Details an, ich krieg nicht einmal das Honorar für das. Also muss ich anders schaffen und muss viel mehr so schaffen, eben Sorge geben, Sachen unterhalten oder so. Das ist unsere neue Aufgabe, umbauen, Häuser begleiten, das ist jetzt nicht fertig, da wird wieder mal etwas kommen. Und das ist eine neue Arbeit und da geht es dann nicht mehr um so das Fiddeln, das mache ich beim Schützen. Also ich sage dir nur, für mich ist es beides. Und vermutlich ist das andere ein bisschen lustiger, schöner, einfacher, menschlicher. Noch eine letzte Frage. Martin? Mich würde noch interessieren, das Schaffen mit diesen 3D-Bildern. Man hat also den Eindruck, das ist eine sehr emotionale Sache. Also man produziert wieder ein Bild, steht davor und sagt, nein, das ist nicht gewesen. Also mir kommt so der Film von Gerhard Richter in den Sinn, wo man sieht, dass er wieder mit seinem Kantholz über das Bild fährt und wieder zurücksteht und findet, nein, das ist nicht gewesen. Und das geht dann tagelang. Also mich würde interessieren, wie dünn ihr das diskutieren im Büro? Gibt's auch, ich nehme an, es gibt auch eine rationale Ebene, oder? Dass man über Werkzeuge, wie man eine Fassade konstruiert, diskutiert und so Sachen. Oder? Auf jeden Fall. Aber es ist effektiv so, das Bild für euch, also es ist so, ich habe nicht viel mal, ich habe Praktikanten gehabt vom Modellbau. Ich finde das auch eine Schweinerei. Und dann habe ich noch einen Mitarbeiter bekommen, Birk, der sehr handwerklich ist, Waldorfschüler, so. Die haben das vielleicht eh schon in ihrem Blut und der hat jetzt Bauleitung angefangen machen, der ist aber vorher eigentlich viel im Modellbau abgestellt worden. Und ich habe da gemerkt, das ist eigentlich nicht fair, das ist irgendwie nicht richtig. Also irgendwie will ich nicht Modellbau ums Modellbau wählen. Also machen wir als Architekt ein Modell selber, die sind dann grob. Jetzt haben wir einen 3D-Drucker gekauft, das machen wir viel, haben wir schon vorher gemacht. Also in-house, vorhin haben wir ein Auto gemacht, so für 500 Stühle machen wir ein Modell. Wir bauen auch für Arbeitsmodell selber bauen, also rough, schnell, wie wir nur räumlich prüfen wollen. Wir haben einfach den Eindruck gehabt, dass im Bild mehr Inhalt transportiert wird, noch über das Material, wo sonst oft verloren geht. Wie hätte ich es gerne? Soll der Putz jetzt grau werden oder soll er eine Färbung haben? So, das Niveau interessiert mich eigentlich. Das mache ich dann schon noch mit Muster. Und wir machen nicht andauernd so Bilder. Also wir, aber es gibt so Stadien, wo man merkt, zum Beispiel bei der Küche. Wir haben die Küche nicht von der anderen Seite gesehen. Da gibt es so Momente, wo wir das 3D-Bild haben, bauen die Küche rein und dann entwerfen wir einen schönen Eichenschlitten. Wunderschön, Edelstahlplatte drauf. Und dann merkst du, aber das hat mit dem Haus nichts zu tun. Das ist nicht das Haus, das ist einfach irgendeine Küche. Kannst du machen, schön, wie du willst. Hat wieder keine Beziehung. Das ist einfach irgendetwas. Kannst du auch wieder in 20 Jahren neu reinmachen. Ist auch schön. Haben wir etwas zu tun. Und dann haben wir angefangen, die Mauern im 3D und das visualisieren. Und dann siehst du es nebeneinander und merkst, gemauerte Küche, das ist eigentlich total gut. Das ergibt sich aus dieser Höhle raus und die Abdeckung. Für das brauchen wir es. Und ja, vielleicht hat es auch mit der Herkunft zu tun, dass wir die Bilder machen waren im Frühen. Ich war einer von der ersten, der überhaupt Bilder gemacht hat, an der ETH. Da habe ich dann super immer Ferienjobs gehabt. Aber eigentlich ist es nicht das Mast so. Ich einfach, für uns ist es jetzt das Mittel. Ist lustig, aber Martin, wirklich, ich habe schon mal ähnlich, ich bringe das immer mit dem Sinngeflecht und die Frage, die du mir stellst, hat ein anderer mal gestellt von wegen, ihr seid ja eigentlich relativ feinfühlig, warum machen die denn so Bilder so blöde? Hat der das gesagt, so relativ direkt, weiß nicht, ob du es auch so gemeint hast. Aber ich habe die Kritik nicht können verstehen. Ich, vielleicht, weiß nicht, ob das
mit der Haltung zu tun hat gegenüber Modellen und Bildern. Wir haben da eigentlich, wir finden beides gut. Wir sind da wie, vielleicht noch zum, wie es gemacht ist, wir haben Modellbilder, die legen wir ab. Jeden Tag, wenn wir arbeiten, 3D-Screenshots. Und am Abend schaue ich die manchmal noch durch, 100, 150 Bilder manchmal, oder so. Dach so, dicke Stütze, keine Stütze, Kapitel, kein Kapitel. Weil erst dann weiß ich ja, was Bandbreite ist. Sonst bist du einfach etwas am Zeichnen, dann gehst du wieder zu deinem Prof und sagst, findest du das gut, und er zeichnet es dem vor und dann machst du es. Aber ich muss ja selber herausfinden, was gut ist. Und dann schaue ich es dann durch und dann merke ich manchmal, oh, da sind wir falsch abgebogen, da hätten wir zurück sollen. Das ist auch noch gut gewesen. Und dann tun sich Ideen mischen, uns hilft das. Ich finde halt der Ausdruck etwas Wichtiges. Ich merke, vielleicht und muss ich auch mal aufhören, aber ich zum Beispiel, jetzt machen wir eine Fassade, die sehr seriell ist. Und dann hat der Mitarbeiter einen einfachen Satz gesagt, weil ich mich aufgeregt habe über die seriellen Laubengänge und ich habe wieder das wegbekommen. Ich weiß nicht, ob man es schafft. Und dann hat er den Satz gesagt, ich weiß, gell, du willst nicht eine serielle Fassade, sondern eine musische. Und dann habe ich, gemerkt, er versteht mich. Sie soll einen Takt haben, einen Rhythmik. Proportionen nicht einfach durchmetern. So. Und wir sind aber momentan an den Gitterkisten so fest gefahren, geht also schnell, und wir bauen sie auch noch. Und sagen wir so, ich finde das nicht immer schlimm, aber ich werde es nicht machen. Ich probiere dort wie länger dran zu bleiben, ab wann stimmt es. Für mich ist es wie eine Brille. Vielleicht ist das eine gute Anekdote. Filmen, Kaschine, zwei Dioptrien, Metallgestell, Glas, bist 3 Stunden drin, bis die Brille passt. Oder? Eins bist John Lennon, dann bist du irgendwie ein Hipster, dann bist du ein Grosspapi und irgendwie passt keine Brille. Und irgendwann denkst du, doch, jetzt ist sie gut. Und ich finde das eben immer unterschätzt, die Tektonik finde ich immer unterschätzt. Ab wann stimmt das? Ab wann kommt das gut? Wir reden viel zu wenig über die Einpassung. Das ist mein Eindruck. Darum halte ich das Bild vielleicht höher. Ab wann sitzt das so? Irgendwie so. Gut, vielen herzlichen Dank. Ich darf euch noch einladen zu einem einfachen Apero draussen. Und der Gianni tut dir noch ein einfaches Präsentli überreichen. Danke vielmals.